Memory Lab, was ist das eigentlich? Das Ansinnen dieser digitalen Konferenz ist es, einen Diskussionsraum zu schaffen, ein Labor, ja eine Agora. Wir beschäftigen uns an 3 Tagen bis einschließlich Freitag in unterschiedlichen Workshops, Diskussionsrunden, Podiumsdiskussionen mit dem Thema Gedenken, Erinnerung und Gedächtnis im öffentlichen Raum. Das Memory Lab, das Labor, wird zum Versammlungsraum, zum Ort der Vielstimmigkeit, zur Kontaktzone. Organisiert und durchgeführt, moderiert und geplant wurde das Symposium von den Studierenden und ihnen gilt mein großer Dank für diese Organisation. Seit Monaten sind sie dabei und wir haben eigentlich heute alle auf diesen Tag hingefiebert. Und ich freue mich, dass es gelungen ist, die Referentinnen aus den verschiedenen Institutionen, aus Gedenkstätten, Bildungs- und Lernorten, aus der universitären Lehre, aus Projektwerkstätten und Forschungsprojekten dafür zu gewinnen, mit einzusteigen und neue Perspektiven und Diskussionsräume zu öffnen. Und ich bin überzeugt davon, dass es gelingen wird, neue Einblicke zu erhalten und neue Impulse zu setzen. Und dass wir vermeintlich vertraute Annahmen über Gedenken, Erinnerungskulturen und ihre Verfasstheit vielleicht hinter uns lassen werden. Durch Erinnerung holen wir ein Stück Vergangenheit in die Gegenwart und verknüpfen diese. Seit Marcel Proust wissen wir, dass nicht die Vergangenheit selbst, sondern die Vorstellung über einen Ausschnitt der Vergangenheit erinnert wird. Und die Gestaltung dieser Vorstellung ist nach wie vor umstritten. Folgt man den jüngsten Debatten über müde Museen und dem Gedächtnistheater, befinden sich die europäischen Erinnerungskulturen gegenwärtig in einer Krise. Sie sind geradezu erstarrt. Das Memory Lab soll ein Instrument sein, um diese Veränderungsprozesse zu beobachten, zu erkennen, zu analysieren, zu verstehen und einzuordnen. Liebe Frau zu Eulenburg, liebe Frau Zündorf, lieber Herr Sabro, liebe Studierende, liebe Referentinnen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute im Namen der Landeshauptstadt gemeinsam mit Ihnen das Memory Lab eröffnen zu dürfen. Gestatten Sie zunächst, dass ich mich für das Zustandekommen dieser Konferenz herzlich bedanke, insbesondere natürlich bei Amelie zu Eulenburg, die ja den Großteil gestemmt hat, der Organisation und der Vorbereitung dieser Konferenz, und der Gedenkstätte Lindenstraße, dem Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam und der FU Berlin Public History Master. Ein Blick auf die Liste der Teilnehmerinnen und Referentinnen der verschiedenen Veranstaltungen und Workshops der Konferenz zeigt, welche Bandbreite in den nächsten Tagen auf uns wartet, wenn es um die Verbindung von Gedenken, Erinnern und öffentlichem Raum geht. Schon das individuelle Erinnern ist eine diffizile Sache. Das weiß wahrscheinlich jede von Ihnen, die schon einmal gemeinsam mit Geschwistern, Eltern oder Großeltern versucht hat, ein Familienfest zu rekonstruieren. Wurde wirklich eine Rede auf Tante Elfriede gehalten, als sie ihren 70. Geburtstag feierte, oder fand die Rede auf die Tante anlässlich der goldenen Hochzeit mit Onkel Manfred statt? Und hatte es da nicht den großen Streit über die Reihenfolge der Speisen, erst den Salat, dann die Suppe oder umgekehrt, gegeben? Oder war das an Opa Helmuts 90. Geburtstag gewesen? Über solche Fragen lässt sich im Zweifel lang diskutieren, weil die Erinnerungen weit auseinandergehen können. Das wusste bereits Marcel Proust, wie Frau zu Eulenburg gerade bemerkte. Und wenn wir nun über das individuelle Erinnern hinaus zum gemeinsamen Gedenken kommen und zu Formen institutionalisierten Gedenkens und Erinnerns, dann gehen die Vorstellungen noch weiter auseinander. Das betrifft zum Beispiel Gedenkstätten mit mehrfachen Vergangenheiten, wie die Lindenstraße. Wo soll der Schwerpunkt in der Arbeit der Institution gesetzt werden? Wer bestimmt das eigentlich und welche gesellschaftlichen Prozesse wirken auf eine solche Entscheidungsfindung? Denkmale im öffentlichen Raum
können schnell zu Kampfzonen gesellschaftlicher Gruppen werden, da der in Stein gehauenen Erinnerung eine besondere Bedeutung zugemessen wird. Und da sind wir schnell bei dem Begriff Deutungshoheit. Davon können viele Kommunen ein, ich würde mal sagen, eher trauriges Lied singen. Auch anhand der rituellen Begehung von Gedenktagen wirken sich unterschiedliche Vorstellungen des richtigen Erinnerns aus. Richtig natürlich in Anführungsstrichen. Gerade in Potsdam haben wir das erlebt anhand des 17. Juni. Das Gedenkkonzept der Stadt sieht vor, diesen Tag nicht in besonderem Maße rituell zu begehen, also beispielsweise durch eine Kranzablage, die der Oberbürgermeister an einem signifikanten Ort vornimmt. Bestimmte Umstände führten nun aber doch dazu, dass es ein solches Gedenken von Stadt und Land in der Lindenstraße gab, spontan, gefolgt von der Forderung, den Tag künftig feierlich zu begehen. Das wird nun gemeinsam mit einem solchen noch zu gründenden Beirat, also als sozusagen ein Fachbeirat für die Erinnerungskultur und der Stadtpolitik erörtert werden müssen. Das Gedenken, einmal in Bahnen gelenkt, verändert sich auch seinerseits über Jahre und Jahrzehnte. Es kann aber auch das Gegenteil eintreten und es verfestigt sich, obwohl der Inhalt und der Anlass und die Betroffenen des Gedenkens immer weiter in den Hintergrund treten. Im Sinne eines Gedächtnistheaters, dargestellt etwa von Michael Bodemann und in den letzten Jahren von Max Czollek. Auch daran hat Frau zu Eulenburg schon hingewiesen. Die hier grob skizzierten Fragestellungen finden sich in den Panels wieder, in denen bestimmt sehr kontrovers diskutiert werden wird. Aber erstmal freue ich mich mit Ihnen gemeinsam auf die Keynote von Herrn Sabro und den virtuellen Stadtspaziergang von Alexandra De Leon und Josephine Eckert. Herzlichen Dank. Und ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz herzlich in einer Zusammensetzung, wie ich sie so auch noch nicht kannte. So viele von Ihnen, die ich aus verschiedenen Zusammenhängen kenne, Frau zu Eulenburg an der Uni Potsdam, Irmgard, ich würde sagen nebenan, da wo Frau De Leon gerade sitzt und Frau Eckert, aber das ist ja ein Stock tiefer in unserem Haus, in unserem Kabinetthaus und so viele andere. Meine Damen und Herren, ich soll jetzt hier nicht meine eigenen Erinnerungen ausbreiten, obwohl auch die, wenn ich in die Galerie schaue, weit und groß sind, sondern zu einem Thema referieren. Keynote heißt es und das steht eben unter dem allgemeinen Titel Raum schaffen, konkurrierende Erinnerungen im Raum Potsdam. Nun ist der Titel der Tagung, ich war ja nicht an der Vorbereitung beteiligt, für mich ein bisschen rätselhaft. In seiner Verbindung von Aktion, Raum schaffen und Analyse, nämlich konkurrierende Erinnerungen, erinnerte er mich an die drei Kantschen Grundfrage. Ich habe es also jetzt diesmal nicht mit Marcel Proust, sondern eben mit Immanuel Kant. Und die Grundfragen kennen Sie. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Das ist jetzt sozusagen das Leitmotto über dem, was ich sage, wobei ich mich natürlich zunächst auf die erste, auf Vergewisserung zielende Leitfrage begrenze, die das Phänomen der konkurrierenden Erinnerungen im Raum Potsdam umkreist. Und wenn ich den Titel richtig verstehe, offenbar drei Teilaspekte hat, über die ich hier zu reden habe und die durch die Begriffe Erinnerung, Konkurrenz und Potsdam bezeichnet sind. Und ich habe mich, Frau zu Eulenburg, jetzt einfach buchstäblich an diesen drei Nomina abgearbeitet. Warum Erinnerung? Diese erste Frage bietet auf einer Tagung, die unter anderem vom Masterstudiengang Public History an der FU entwickelt wurde, relativ wenig Erkenntnispotenzial. Und ich sehe ja schon das Grinen auf den Gesichtern der mir nächststehenden. Oh Gott, ich schaue jetzt mal nicht auf dich. Uns allen ist bewusst, dass der Raum der Erinnerung in der Zeit nach dem Boom den Platz übernommen hat, den bis in die 1970er Jahre die Zukunft eingenommen hatte. Hermann Lübbe sah in unserer traditionszerstörenden Fortschrittswelt und ihrer Unbehaustheit den entscheidenden Grund für die noch nie dagewesene Vergangenheitssehnsucht, die Flohmärkte und Geschichtsmuseen füllt und ganze Städte und Landschaften unabhängig von ihrem ästhetischen Rang unter Denkmalschutz stellt, um so den typische Lübbe-Formulierung änderungstempobedingten Vertrautheitsschwund zu kompensieren. Also auch die Preußenrenaissance in der DDR ließ sich nicht einstrengig aus dem wachsenden Legitimationsbedürfnis des Regimes ableiten, sondern vollzog sich mit einer systemübergreifenden Eigendynamik, die häufig noch gar nicht ganz entschlüsselt ist.
in der immer intensiveren Suche nach authentischen Zeugnissen und in der Pflege der historischen Aura von Erinnerungsorten befriedigen wir seither ein Bedürfnis nach Orientierung und Identifikation, das eben in den 50er und noch in den 60er Jahren die Hoffnung auf die bessere Zukunft abgedeckt hatte. Ob Eltern in der Nachkriegszeit ihre Kinder mit dem Ziel erzogen, dass sie es einmal besser haben sollten, oder ob der SED-Chef Walter Ulbricht in einer frenetisch jubelnden SED-Konferenz vorschlug, das Wort unmöglich aus dem deutschen Lexikon zu streichen, oder ob eine Bauplanung in der DDR der 60er Jahre verlangte, das Morgen schon im Heute mitzusehen, immer stand dahinter ein rücksichtslos wirkender und heute gänzlich verlorener Fortschrittsglaube, der das Alte entschieden geringer als das Neue schätzte und dessen letzte Strahlkraft noch vor gar nicht so langer Zeit, vielleicht sogar bis heute, die beliebte Einordnung von Menschen und Sachverhalten als progressiv und fortschrittlich oder rückständig und reaktionär ausdrückte. Die Krise des Fortschrittsparadigmas, aber auch die Last des Jahrhunderts der Extreme hat mit der Verzögerung einer Generation nach dem nationalsozialistischen Zivilisationsbruch die gesellschaftliche Orientierungs- und Sogkraft in einem Maße zu prägen begonnen, die die noch um 1970 beklagte Sorge vor dem Verlust der Geschichte nur mehr absurd erscheinen lässt. Über die Zeitzeugenbewegung, die Geschichtswerkstätten und den Übergang von der Vergangenheitsentlastung zur Vergangenheitsaufarbeitung hat sich Erinnerung zu einem der zentralen Verständigungsbegriffe, ja Pathos-Formel mit Abi Warburg zu sprechen, unserer Zeit entwickelt. Der Wille zur Erinnerung prägt die öffentliche Gedenkkultur der Bundesrepublik und das auch in europäischer Erweiterung und dies bemerkenswerterweise auch und gerade dort, wo diese Erinnerung schmerzlich ist, wo sie Trauer wachruft und Beschämung erzeugt oder dies zumindest behauptet. Die moralische Kraft des Erinnerns in unserer Gegenwartskultur ist so groß, dass das Nichterinnern in Gestalt des Verschweigens, des Vergessens, des Verdrängens in unserem Denken eine psychische oder soziale Fehlentwicklung beschreibt, eine fatale Abwehr, die etwa Gesine Schwan als zerstörerische Macht des Schweigens in der Politik angeprangert hat. In unsere Wertewelt sind also Erkenntnisse der tiefen Psychologie eingeflossen und in ihr bezeichnet das Vergessen ein Krankheitsbild und die Erinnerung den Weg zur Heilung, getreu Sigmund Freuds berühmtem Konzept des Erinnerns, Wiederholens, Durcharbeitens. In der Übertragung auf die innere Verfassung sozialer Gemeinschaften kehrt dieses Verständnis von Erinnerung als Gesundung in der bekannten Warnung wieder, wer sich der Geschichte nicht erinnert, sei dazu verdammt, sie zu wiederholen. Also, der Stellenwert der Erinnerung in unserem Tun ist ganz fraglos. Ich habe nur noch mal versucht, daran zu erinnern. Aber wieso, und das ist die zweite Frage, wieso Konkurrenz? Diese zweite Frage scheint mir schwerer zu fassen. Geschichtsbilder waren natürlich nie monolithisch. Auf der Ebene der Nationalstaaten konkurrierten gegensätzliche Meistererzählungen seit jeher, die etwa in der Betrachtung des Ersten Weltkriegs und der Kriegsschuldfrage den Krieg der Soldaten als Krieg der Deutungen fortsetzten. Die Renaissance des Historischen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts führte zu einem erbitterten Ringen zwischen Alltags- und Strukturhistorikern, zwischen Professional and Public Historians. Vor allem ein Verdacht stand der neuen Lust an der Vergangenheit entgegen, dass sie nämlich einer unhistorischen Verklärung der Vergangenheit Vorschub leiste, die den deutschen Sonderweg zur Idylle verkläre und unter Nostalgieverdacht stehe. Mit diesem Kunstwort bezeichnete man Nostalgie über zwei Jahrhunderte hinweg die körperlichen und seelischen Symptome einer seltsamen Krankheit, die zunächst im 17. Jahrhundert bei Schweizer Söldnern und auch Studenten im Ausland diagnostiziert wurde und von hitzigem Fieber begleitet war. Erst mit der Verzeitlichung dieses ursprünglich räumlichen Krankheitsdiskurses, Heimweh, also nicht mehr als eine räumliche, sondern als eine zeitliche Gedenkfigur, machte der Begriff Karriere als Sehnsuchtswort einer zweifelnden Moderne, die sich nach den Jahren des Wiederaufbaus in der Zukunft und in ihrer Fortschrittsutopie nicht mehr zu Hause fühlte. Mit der Nostalgie erhielt die Bewahrung der Vergangenheit einen Eigenwert, der sich von Jahr zu Jahr, das ist die Konkurrenz, immer machtvoller gegen die alten Hoffnungswörter der Stadtplanung wie autogerechte Verkehrslenkung oder umfassende Stadtsanierung zu behaupten wusste, aber doch im Geiste des vorhin erwähnten Fortschrittsdenkens den Stempel des Reaktionären trug.
Beobachter notierten besorgt die Rückwärtssehnsucht, die der gefühligen Restituierung des Gestern diene und etwa in Gestalt der Hitler-Nostalgie die Realität des Faschismus verharmlose. Eingewoben in diesen Satz waren Zitate aus dem Spiegel der 70er Jahre. Kein Verdacht hätte irriger sein können. Die Alltagsgeschichte hat uns erst ein tieferes Verständnis für die kumulative Radikalisierung des Nationalsozialismus ermöglicht. Die vermeintliche Entsorgung der Katastrophengeschichte unter Kanzler Kohl erwies sich in der Gestalt des Deutschen Historischen Museums als höchst erfolgreiches Unternehmen ihrer fortgesetzten und nachhaltigen Vergegenwärtigung. Bis zum Aufkommen des Rechtspopulismus, der mit dem Rekurs auf Heimat und Tradition selbst im nostalgischen Fahrwasser schwimmt, schien die Gefahr der Nostalgiekrankheit sich aufgelöst zu haben, weil in unserer Erinnerungskultur die Sehnsucht nach einer vermeintlich besseren alten Zeit tatsächlich vom Begehren zur Auseinandersetzung mit ihrem tatsächlichen Schrecken überragt wird. Besser gesagt, weil unsere Lust an der Erinnerung nicht auf eine Rückkehr der Vergangenheit zielt, sondern auf das erfolgreiche Lernen aus ihr. Eine andere Konkurrenz ergab sich mit der nach 1989 aufgekommenen Sorge, dass die Auseinandersetzung mit dem zweiten Totalitarismus des 20. Jahrhunderts die mit der ersten deutschen Diktatur verdrängen könne. So ungestüm sich gelegentlich im Streit um die Zukunft der Aufarbeitung die Opfer des Stalinismus als Opfer zweiter Klasse betrachten oder ein wie immer gearteter Proportionalitätsausgleich in der Gedenkstättenkultur gefordert wurde und wird, hat sich doch in den 90er Jahren in der Arbeit der beiden Enquetekommissionen des Deutschen Bundestags ein antitotalitärer Konsens herausgebildet, der der doppelten Erinnerung heute nach langen Kämpfen einen stabilen Rahmen gibt. Und jetzt zitiere ich Bernd Faulenbach: Die NS-Verbrechen dürfen durch die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Stalinismus nicht relativiert werden. Die stalinistischen Verbrechen dürfen durch den Hinweis auf die NS-Verbrechen nicht bagatellisiert werden. Mit dieser Rückwendung zur Vergangenheit auf dem Weg der Erinnerung verbindet sich zudem ein tiefgreifender mentaler Wandel, der sich schlagwortartig als Übergang von der Heroisierung zur Viktimisierung bezeichnen lässt. Nicht der Held steht mehr im Mittelpunkt unserer heutigen Geschichtskultur, sondern das Opfer. Nicht die Heldentaten von Arminius im Teutoburger Wald, also Hermann der Korusker, über Luther in Worms zu Bismarck in Versailles bewegen uns, sondern die historischen Verletzungen, die Menschen erlitten und die Menschen verursacht haben. Unsere Gedenkstätten sind nicht mehr der Kyffhäuser, das Deutsche Eck oder das Denkmal von Tannenberg, sondern Buchenwald und Dachau, die innerdeutschen Grenzanlagen und die Neue Wache in Berlin. Der Paradigmenwechsel von der historischen Heroisierung zur historischen Viktimisierung ist kein deutscher, sondern ein europäischer, präziser, ein okzidentaler Trend. Und er vollzog sich in Deutschland in vielen Etappen. Im Geschichtsbewusstsein der letzten 150 Jahre gab es den erlösenden Helden, wie ihn Bismarck oder Hindenburg verkörperten, und schließlich die auf Hitler konzentrierte messianische Führersehnsucht der 20er und 30er Jahre, von der der Tag von Potsdam in der Konkurrenz von Hindenburg und Hitler ein beredtes Beispiel bietet. Neben dem erlösenden Held stand der verratene Held, der der Dolchstoßlegende nach 1918 seinen beredtesten Ausdruck fand. Den Übergang von der Heroisierung zur Viktimisierung bereitete vielleicht schon der Typus des tragischen Opferheldens den Weg, der sich etwa mit dem Langemarck-Mythos von 1914, aber auch mit der propagandistischen Inszenierung des Endes der 6. Armee vor Stalingrad 1943 verbindet. Den Durchbruch der Opferperspektive brachte in dieser Erinnerungskonkurrenz in Deutschland 1945 die Stunde Null, mit der oft als Selbstviktimisierung beschriebenen Haltung der Nachkriegsdeutschen, die sich selbst als Opfer inszenierten und die eigene Verstrickung hinter der Selbstwahrnehmung als Opfer brauner Verführung, angloamerikanischer Bombardierung und sowjetischer Siegerwillkür verschwinden ließ. Doch diese Opfersensibilität vollzog in den 70er und 80er Jahren einen einschneidenden Richtungswechsel, der in der Fachwissenschaft und ihren öffentlich ausgetragenen Konflikten die Suche nach der Erklärung für die Machtergreifung 1933, im Sporte der Zeit Machtergreifung 1933, als Millionen Deutsche zu Opfern Hitlers wurden, ablöste durch die Suche nach der Erklärung für die NS-Vernichtungspolitik von 1938 bis 1945, als Millionen zu Opfern der Deutschen wurden.
In diesem historischen Kontext vollzog sich die Etablierung einer Erinnerungskonkurrenz, die von der Kraft der Identifikation getragen wird und in den vergangenen Jahren enorme Sprengkraft gewonnen hat. Es ist nicht die staatliche Stolzkultur, die in Polen das Bild der reinen Nation zu erhalten sucht, wo seit 2018 der Vorwurf einer polnischen Mitgliedtäterschaft am Holocaust ebenso unter Strafe steht, oder in der Türkei die Rede vom Genozid an den Armeniern im Ersten Weltkrieg. Nein, es ist die zivilgesellschaftliche Erinnerungskultur selbst, die in immer erbitterteren Streit geraten ist. Immer stärker wird unheilvolle Vergangenheit in unserer Zeit zu einer Auseinandersetzung im Spannungsfeld von historischer Erkenntnisbildung und identitätspolitischem Geltungsdrang, der im Großen die Frage nach dem historischen Ort des Holocaust zwischen moralischer Singularität und postkolonialer Subsumierung betrifft und im Kleinen etwa die Frage, ob eine Mohrenapotheke ihren Namen ablegen muss, weil ihr ursprüngliches Gutgütesiegel im heutigen Sprachgebrauch als rassistische Demütigung empfunden wird. Die zu fürchtende Beeinträchtigung eines Opferdenkmals für die in der NS-Zeit ermordeten Sinti und Roma durch eine unterirdische S-Bahn-Verlängerung im Berliner Tiergarten, die gerade ansteht, wäre noch vor wenigen Jahren vor allem als technische Herausforderung empfunden worden. Heute hingegen wird sie als Bedrohung einer durch historisches Leid verbürgten Identität verstanden. Ich zitiere: Roma und Sinti fürchten weiter um ihr Denkmal in Berlin-Tiergarten, so titelte die Berliner Presse vor 3 oder 4 Tagen. Darin kommt eine sinnweltliche Vorstellung zum Ausdruck, der zufolge die Baumaßnahme die physische Vernichtung symbolisch zu wiederholen droht und die darum keine Verständigungsbereitschaft kennen kann, sondern nur die Wahl zwischen Selbstbehauptung oder Untergang. In derselben Diskursformation bewegt sich die jahrelange und zu Verbitterung führende Auseinandersetzung etwa um die Schaffung eines Gedenkzeichens lesbischer Verfolgung in der Gedenkstätte Ravensbrück, die sich daran abarbeitet, dass weibliche Homosexualität im Nationalsozialismus rechtlich nicht sanktioniert war, rechtlich im Unrechtsstaat nicht sanktioniert war und auch keine eigene Häftlingskategorie bildete, wiewohl nachweislich auch lesbische Frauen nationalsozialistischer Repression unterlagen. Der versuchte Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher und gruppenpolitischer Perspektive führte hier zu paradoxen Deutungsangeboten, die die rechtliche Nichtdiskriminierung von Frauen, lesbischen Frauen im Nationalsozialismus als Ausdruck einer besonderen Repression gegen sie ansah durch Nichtbeachtung und legt die notwendige Konflikthaftigkeit einer Erinnerungskultur offen, in der Minderheiten einen Platz im Gedenken an den Orten der Verfolgung beanspruchen. Natürlich, es verstößt offenkundig gegen das Distanzgebot historischer Erkenntnisbildung, wenn lesbische Forscherinnen, wie sie selbst sagen, verkünden, ich zitiere, wir lassen unsere Forschung nicht weiter leiten von heteronormativen Nazi-Definitionen. Zitat Ende. Es stellt sich aber ebenso die Frage, warum das Bedürfnis lesbischer Initiatorinnen, im KZ drangsalierter und teils auch umgekommener Lesbierinnen zu gedenken, auf solchen haltenden Widerstand stößt, wie wir ihn erlebt haben und wie Insa Ischebach vor kurzem mit Recht hervorgehoben hat. Also die Konkurrenz. Dritter und letzter Punkt, warum nun Potsdam? Und das, liebe Frau zu Eulenburg, ist für mich die schwierigste Frage. Ja, mein Gott, warum Potsdam? Vielleicht, weil wir hier sind. Na gut, in der Tat, um es ganz ernst zu nehmen, nirgendwo in der Republik, sage ich aus auch Potsdamer Perspektive, treffen die gegenwärtigen Erinnerungskonflikte vehementer aufeinander als hier in Potsdam. Der Streit um den Neubau des Stadtschlosses und den Abriss der Fachhochschule, die Auseinandersetzung um den Erhalt des Hotels Mercure und des Café Minsk, die Debatte um die Rebarockisierung und Verpuppenstubung der Stadtsilhouette beherrschen die öffentliche Diskussion in einer anderswo, selbst in der Frankfurter Altstadt, ungekannten Intensität und Grundsätzlichkeit. Allen voran die zumindest als Turm gegenwärtig neu entstehende Garnisonkirche hat nach Jahren der erst leisen und dann immer lauteren Debatte mittlerweile zu einem unversöhnlichen Stellungskrieg geführt, in dem der martialische Turmschmuck der einzigen Militärkirche und der Tag von Potsdam 1933 oder die Inschriften des nach 1989 gestifteten Glockenspiels zu Argumenten von hoher Feuerkraft werden und das 1968 auf dem Boden der geschleiften Garnisonkirche erbaute Rechenzentrum
zum Rückzugsraum geworden ist, von dem aus der Gegenangriff vorgetragen wird. Drei Gründe für die Intensität der Debatte um den Raum der Erinnerung, ausgerechnet in der, Frau Seemann, wenn Sie erlauben, beschaulichen Mittelstadt, aber natürlich auch Landeshauptstadt Potsdam, möchte ich abschließend anreißen, ganz vorläufig und als Diskussionsangebot. Erstens, die sozialräumliche Einzigartigkeit. Potsdam, meine Damen und Herren, ist doch der ideale Ort für Stellvertreterdebatten. Die Stadt liegt an der Peripherie Berlins und ist Teil des hauptstädtischen Diskursraums, aber kleinräumiger strukturiert und in seinem Selbstverständnis weniger fragmentiert. Babelsberg und die Berliner Vorstadt, Kirchsteigfeld und Brandenburger Vorstadt liegen weniger weit auseinander als Wedding und Wannsee, Köpenick und Prenzlauer Berg. Anders als Berlin erfährt Potsdam keine bundespolitische Inbesitznahme und auch Prägung. Und es besitzt keine industrielle Prägung. Hier können sich wie in einem städtebaulichen Labor zivilgesellschaftliche Formungskräfte freier entfalten als in den europäischen Metropolen. So die These. Zweiter Grund, die städtische Formbarkeit. Potsdam ist im Wesentlichen keine eigendynamisch gewachsene Stadt, sondern eine gemachte. Sie war von ihren Anfängen her Residenzstadt mit einheitlichem barockem Gepräge, die nach 1945 im Anschluss an einen tiefgreifenden Bevölkerungsaustausch rigoros zu einer sozialistischen Bezirkshauptstadt umgeformt wurde und nach 1990 wiederum einen radikalen Charakterwechsel erfuhr. Zitat, die Alternativen waren barock oder gar nichts, weil eben die Barockfreunde das Geld hatten und die Stadt hatte es nicht. Zitat Ende schrieb die Frankfurter Allgemeine kürzlich in einem Artikel über Potsdam als geistige Lebensform. In Potsdam, meine Damen und Herren, wird seit 1990 nicht zuletzt die Wende verhandelt, aber dies nicht in die offene Zukunft hineingedacht, sondern in die Vergangenheit und ihre Last zurückprojiziert. Gewichen ist das sozialistische Stadtbild, zurückgekehrt ist das friderizianische. Und, jetzt nochmal ein Zitat, man muss kein Klassenkämpfer sein, um zu sehen, dass Potsdam gerade an seinen prominentesten Schauplätzen immer mehr so aussieht, wie ein paar sehr reiche Zuzügler aus dem Westen sich das vorgestellt haben. Zitat Ende schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ich glaube vorgestern. Drittes und letztes Argument oder letzter Grund, der Charakter der Zeitschichten. Achim, ich hoffe, dass du auch zuhörst. Es geht um die Zeitschichten, dass du dabei bist. Zeitschichten und Zeitbrüche weisen auch andere Stadträume in Deutschland auf, natürlich. Im Fall Potsdams aber kommt hinzu, dass hier besondere Zeitschichten verhandelt werden, die sich als Kampf zwischen Preußen und DDR-Sozialismus gegeneinander stellen lassen in zeitlicher Perspektive und in räumlicher Perspektive als Auseinandersetzung von linker und rechter Raumbeherrschung. Zitat, Streit um Garnisonkirche geht weiter. Das meldeten die Potsdamer Neuesten Nachrichten im Februar 2020 und sie hätten dieselbe Überschrift und haben sie auch schon 10 Jahre zuvor und ebenso ein Jahr danach wählen können. Von Versöhnung keine Spur, lautete das Pressefazit vor 2 Jahren über eine Diskussion in der Berliner Akademie der Künste zum Wiederaufbau der Garnisonkirche. Unter der Haube Hass und Nationalismus betitelte das Neue Deutschland im März dieses Jahres das von Maria Schulz, Frau Schulz, hallo, von Frau Schulz entwickelte Konzept einer Dauerausstellung im Turm der Kirche. Als Sammlungsort für Antidemokraten überschrieb der neutrale Tagesspiegel dasselbe Vorhaben, dessen Kontroversität aber im Untertitel gar nicht mehr erkennbar war. Also Haupttitel heißt ein Sammlungsort für Antidemokraten. Erklärender Untertitel heißt, die Ausstellung in der Garnisonkirche soll die Vergangenheit des Ortes aufarbeiten. Ja, und dann noch eine weitere Unterzeile. Doch, das reicht den Kritikern nicht. Zitat Ende. Ist das 1991 eingeweihte und mittlerweile abgeschaltete Glockenspiel, zu dem Dominik Junke vom ZZF aus jüngst ein Gutachten erstattete, mit seinen beiden Melodien, Üb immer Treu und Redlichkeit und Lobe den Herrn, ein unbequemes Wahrzeichen, wie die Märkische Allgemeine meinte? Oder ein zutiefst westdeutsches Projekt reaktionärer Preußentümler, das nicht verhüllt, sondern besser eingeschmolzen gehört, wie das die Potsdamer Neuen Nachrichten berichteten. Sorge um ein bekanntes DDR-Mosaik wiederum begleitet in gleich schriller Tonlage die ebenso engagierte Debatte um den Umgang mit dem Rechenzentrum-Denkmal. Und noch die adlergeschmückte Wetterfahne mit ihrem antifranzösischen, oder vermutlich, Saskia Hünicke sieht es anders, mit dem antifranzösischen Spruch Nec soli cedit, ist vor kurzem Gegenstand heftiger Debatten geworden, weil, ich zitiere,
diese Wetterfahne die neue Stadtkrone sein könnte, Zitat Ende, wie der Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen in Potsdam befürchtet. Ich komme zum Schluss. Natürlich wissen auch die Kritiker, dass weder die Potsdamer Garnisonkirche noch der Walter-Benjamin-Platz in Berlin oder die Frankfurter Altstadt als solche rechte Räume sind, sondern sie werden erst durch ihre kulturelle Besetzung dazu. Sie werden dazu erst gemacht. Es gehe mehr um Fleisch als um Stein, befand selbst der Architekturtheoretiker Stefan Trübi, der mit seiner These einer rechten Unterwanderung des Frankfurter Rekonstruktionsprojekts eine Debatte über rechte Räume ausgelöst hatte, also die Frage, ist Fachwerk faschistisch, und die Behauptung aufgestellt hatte, dass die Rekonstruktionsarchitektur sich in Deutschland derzeit zu einem Schlüsselmedium der autoritären, völkischen, geschichtsrevisionistischen Rechten entwickle. Aber, meine Damen und Herren, gerade weil es im Potsdamer Raum der Erinnerung im Kern weniger um gestern geht, sondern in versteckter Weise vielmehr doch das Heute verhandelt wird, ist der Streit hier so unversöhnlich geworden. Das wäre meine Antwort. Also noch einmal, was können wir wissen, was sollen wir tun, was können wir hoffen? Als Wächter der Geschichte sammeln wir Wissen. Das tun wir auch hier, um es weiterzugeben und um mit der Vetokraft der Quellen im Sinne Koselleks irrige Aneignungen zu kritisieren, historische Mythen zu widerlegen, natürlich. Aber unsere vielleicht noch vornehmere Aufgabe liegt in meinen Augen darin, aus der analytischen Distanz heraus die Bewegungskräfte zu ergründen, die den Kampf um das Erinnern und das Vergessen in unserer Zeit begreiflich machen und die der Gegenwart ein Verständnis für den wandelnden Wert vermitteln, den wir der Erinnerung an die Vergangenheit in so rätselhafter Weise heute beilegen. Ich wünsche Ihnen eine ganz erfolgreiche Tagung und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Gäste, liebe Referentinnen, liebe Kommilitoninnen, ich freue mich natürlich auch sehr, Sie jetzt im Namen der Studis, die die Tagung hier mit organisiert haben, begrüßen zu dürfen. Genau, wir freuen uns, dass so viele an den Themen dieser Tagung interessiert sind und wir wünschen Ihnen und uns zwei erfolgreiche und erkenntnisreiche Tage. Alexandra de Leon und ich werden jetzt in der nächsten Zeit in einem kurzen, vielleicht nicht ganz so kurzen Vortrag einmal die Inhalte und das Konzept der Tagung vorstellen. Da wird sich dann vielleicht auch der Titel der Tagung etwas klären. Und genau, falls es Fragen gibt, dann schreiben Sie die doch gerne entweder in den Chat oder stellen Sie die dann am Ende. Wenn wir durch sind mit unserem Vortrag, würden wir uns freuen, nochmal auf Fragen und Anmerkungen auch zu reagieren und gern vielleicht auch schon in eine erste kleine Diskussion einzusteigen. Genau, ich möchte jetzt die Vorstellung des Tagungskonzepts mit einer kleinen Begebenheit, einer kleinen Geschichte beginnen, die sich so vor ein paar Wochen ereignet hat. Und zwar in Potsdam-West in der Brandenburger Vorstadt, die vielleicht einigen Ihnen hier bekannt sein sollte. Da gibt es zwei Straßen, die Zeppelinstraße und die Geschwister-Scholl-Straße. Und die Geschwister-Scholl-Straße ist mit ein paar Eisdielen, Cafés und Bars, bildet mehr oder weniger das Herzstück des Kiezes in Potsdam-West. Und dort hing vor ein paar Wochen am 9. Mai 2021 an den Straßenschildern jeweils eine kleine weiße Rose, die dort mit einem weißen Geschenkband angebracht worden ist. Genau, und es war zu beobachten, wie viele der AnwohnerInnen und Passantinnen inklusive auch uns die Rosen erstmal gar nicht bemerkten, dann aber irgendwann doch darauf aufmerksam wurden, die meisten auch stehen blieben, das Handy zückten, vielleicht ein Foto machten und anschließend dann erstmal googelten. Ach ja, 100. Geburtstag von Sophie Scholl, klar, die Geschwister-Scholl-Straße ist ja nach Sophie Scholl benannt, das war einem vorher gar nicht so richtig bewusst gewesen. Wir haben nicht rausgefunden, wer die Rosen dort aufgehangen hat. Das ist vielleicht auch gar nicht so relevant. Wahrscheinlich waren es einfach AnwohnerInnen, die die Widerstandsbiografie von Sophie Scholl und ihren Mitstreiterinnen in der Weißen Rose würdigen wollten. Was uns aber sehr wohl auffiel und was wir wiederum besonders interessant fanden, war, wie diese kleine Geste aus einem eigentlich recht unscheinbaren Straßenschild einen lebendigen Erinnerungsort gemacht hat. Sie lenkte die Aufmerksamkeit auf eine der vielen, sonst eben nicht auffälligen Details im öffentlichen Raum, die auf historische Ereignisse und die verschiedenen Zeitschichten
der Nutzung dieses öffentlichen Raums verweisen. So zum Beispiel eben die Geschwister-Scheu-Straße. Die Straße wurde im 19. Jahrhundert nach der in Potsdam sehr beliebten Frau des preußischen Kronprinzen und späteren Kaisers Friedrich III. In Viktoriastraße benannt. Auch die umliegenden Straßen in unmittelbarer Nähe zum preußischen Prunkschloss und Park Sanssouci gelegen, trugen Namen höfischer Personen. 1945, mit Ende des Zweiten Weltkriegs und der sowjetischen Besatzung auch in Potsdam, wurden fast alle Straßen dieses Viertels umbenannt. Sie heißen seitdem wie Wissenschaftler und Philosophen. Genau. Die Viktoriastraße wurde eben zum Andenken an die hingerichteten Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose nach den Geschwistern Scheu benannt. Das war eine Geste der Umwidmung des öffentlichen Raums und auch eine Geste des postulierten sogenannten antifaschistischen Neuanfangs in der sowjetischen Besatzungszone. Das preußische Potsdam hatte im öffentlichen Raum politisch ausgedient, fürs Erste, wie wir eben ja auch schon recht anschaulich gehört haben. Die Besetzung und Nutzung von öffentlichem Raum, das zeigt auch dieses kleine Beispiel, als Anknüpfungspunkt für Erinnern und Gedenken hängt unzertrennlich mit der Entstehung einer Erinnerungskultur, insbesondere einer performativen Erinnerungskultur, zusammen. Das gilt sowohl für eine offiziell staatliche Erinnerungskultur, die in ihrem Sinne Erinnerungsorte gestaltet und subventioniert, aber auch für Erinnerungsgemeinschaften von sogenannten Gegengeschichten oder weniger Beachtung findenden historischen Ereignissen. Auch sie brauchen und fordern Zeichen im öffentlichen Raum, an die sie ihre historischen Erzählungen knüpfen können. Erinnern und Gedenken hat also eine materielle Dimension. Wie ist Raum für Erinnerung gestaltet und von wem wird er gestaltet? Die Frage nach dem Raum wird das Leitthema unserer Tagung sein und ist genau aus diesem Gedankengang entstanden. Wir wollen aber auch in Bezug auf die performative Dimension von Erinnerung nach dem Raum fragen. Wie wird dieser Raum bespielt und genutzt? Und schließlich fragen wir auch mit einem wissenschaftlich-didaktischen Blick, inwiefern und wann eröffnet ein bestimmter Raum Möglichkeiten für die Forschung und Bildungsarbeit. In dem Seminar, das dieser Tagung vorausging, im letzten Wintersemester bei Frau zu Eulenburg, haben wir uns hauptsächlich mit der theoretischen Diskussion von Erinnerung beschäftigt, zumindest in unseren Texten. Der Schwerpunkt in unseren Seminardiskussionen lag aber meistens eher auf den Debatten, die in der Zeit unseres Seminars in der Öffentlichkeit und zum Teil eben auch hier in Potsdam auf kommunaler Ebene diskutiert wurden und geführt wurden. Als Einstiegstext haben wir beispielsweise aus dem Band Erinnern, Stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive, der im letzten Sommer von Massimo Perinelli und Lydia Lierke herausgegeben wurde, gelesen. Der Band versteht sich selbst als, das ist ein Zitat, Intervention in die Geschichtsschreibung und meint damit eine Intervention in die öffentliche oder offizielle Geschichtsschreibung, meint eigentlich, dass er Gegengeschichten zur deutschen Erfolgsstory Wende versammelt. Wir haben uns auch mit Michael Rothbergs multidirektionalem Erinnern beschäftigt, zu dem Zeitpunkt noch auf Englisch leider. Das versucht aufzuzeigen, wie die Erzählung von und das Gedenken an historische Verbrechen und Genozide, so unvergleichlich sie sein mögen, miteinander verwoben sind und vielleicht gar nicht unbedingt Konkurrenz erschaffen müssen. Wir haben in den Seminardiskussionen auch über die sowjetischen Speziallager auf dem Grund und Boden vorheriger nationalsozialistischer Konzentrationslager gesprochen, auch über ihre zeitgenössische, inzwischen als fragwürdig markierte, Rezeption als rote KZs. Natürlich waren auch die dekolonialen Stürze und Umdeutungen von Denkmälern der europäischen Kolonialvergangenheit Thema. Ich könnte jetzt noch einige weitere Beispiele erzählen, womit wir uns in den Seminaren und in den zum Teil sehr unterschiedlichen und gar nicht thematisch aufeinander unbedingt bezogenen Sitzungen beschäftigt haben. Aber eigentlich geht es darum, welche Gemeinsamkeiten wir gefunden haben. Und zwar ist das die, dass es Kämpfe gibt. Es gibt Kämpfe um Erinnerungsräume. Zu jeder historischen Erzählung, mit der wir uns beschäftigt haben, gab es mindestens eine Gegengeschichte. Und zu jeder Erinnerungsgemeinschaft mindestens eine, die diese spezifische Geschichtserzählung nicht teilen konnte oder wollte. Und daher ist das zweite Leitthema unserer Tagung, die, und ich setze es mal in Anführungszeichen, Konkurrenz, in der Erinnerung und erinnernde Subjekte
zueinander stehen oder stehen können. Diese beiden Themen, Begriffe Raum und Konkurrenz, bilden damit den thematischen Rahmen auch der Workshops, die wir für die nächsten Tage zusammengestellt haben und gleich nochmal genauer vorstellen. Um diesen immer noch sehr, sehr weiten Rahmen etwas weiter einzugrenzen, werden wir die beiden Begriffe anhand von Praxisbeispielen und Institutionen diskutieren, die in Potsdam bzw. in den Ländern Berlin und Brandenburg angesiedelt sind. Ziel der Tagung soll es dabei nicht sein, Konkurrenzen zu vertiefen oder als unversöhnlich festzuschreiben. Stattdessen ist diese Tagung ein Forum, das Begegnung und Austausch, gern auch intensive Diskussionen ermöglichen soll, solange sie respektvoll und auf dem Fundament wissenschaftlicher Standards geführt wird. Die Tagung ist bewusst ergebnisoffen konzipiert. Sie ist ein Memory Lab, ein Experimentierfeld, und wir freuen uns, was Sie als Teilnehmerin daraus machen werden. Im Laufe der Tagung beginnt jetzt gleich heute Abend, werden wir Ihnen in Form eines virtuellen Stadtspaziergangs außerdem immer wieder kleine, selbstgedrehte und nicht unbedingt sehr professionell ausgestattete Clips zeigen, die Erinnerungsorte und Gedenkzeichen in Potsdam vorstellen. Die Erfahrung aus jeder Seminardiskussion ist der hohe Wert eines guten Anschauungsbeispiels, und so wollen wir Sie einladen, die Orte und die kleinen Informationsvideos als Grundlage auch für die Workshop-Diskussionen zu nutzen. Wir sind, was im Thema angelegt ist, mit weniger Antworten als weiteren Fragen, Ideen und Denkanstößen aus dem Seminar im Wintersemester gegangen. Und so schien es eine logische Schlussfolgerung in Form des Memory Lab 21, wie schon der Titel der Tagung ankündigt, den Raum zu schaffen, um mit Expertinnen und Interessierten gleichermaßen zu diskutieren. Und wir freuen uns sehr darauf. Und damit gebe ich einmal weiter an Alex. Und zwar, zu Workshop 1 und 4. Gedenkstätten werden gerade in touristischen Kontexten häufig besucht. Und ein großer Teil ihrer Besucherinnen stellt sich aus Touristen und Touristinnen zusammen, die auf der Suche nach interessanten Orten sind und dabei gezielt oder zufällig am Rande einer Reise Gedenkstätten besuchen. Schulklassen stellen auch eine sehr große Gruppe der sogenannten Zwangsbesucher und Besucherinnen dar. Das Wort habe ich mal in einer Gedenkstätte aufgeschnappt und fand es lustig. Sie werden von ihren Geschichtslehrern und Lehrerinnen dann angeschleppt, abgesetzt und der Hoffnung wieder abgeholt, dass das Unterrichtsthema, welches oftmals noch nicht vorher besprochen wurde, mit dem Besuch der Gedenkstätte dann abgehakt werden kann. Dadurch, dass Gedenkstätten ein Bildungskonzept haben, sowie eine Ausstellung, verbinden Lehrer und Lehrerinnen häufig die Hoffnung, dass die Schüler und Schülerinnen die ultimative Lernerfahrung bieten können. Gedenkstätten sollten aber natürlich nicht den Unterricht ersetzen. Sie sind Orte, an denen historische Ereignisse aufgearbeitet werden und erinnert werden. Gedenkstätten haben auch Archive und Bibliotheken, die zu Forschungszwecken integriert wurden, und historische Ausstellungen, die präsentiert werden. Und so kommen hier materielle, pädagogische, ästhetische und wissenschaftliche Dimensionen aufeinander. Gedenkstätten sind aber ebenfalls politische Einrichtungen, die vom jeweiligen herrschenden erinnerungskulturellen Interesse beeinflusst werden. Privates Erinnern und sowie öffentliches Gedenken sollen in ihnen vereint werden und in Wechselwirkung eine Erinnerungskultur schaffen und diese am besten auch zeitgleich untermauern. Zum einen kreieren privates Erinnern und öffentliches Gedenken ein gemeinsames Bewusstsein über die Vergangenheit. Zum anderen wird aber die dadurch entstehende Erinnerungskultur beeinflussend auch auf das Gedenken samt den dazugehörigen Institutionen, wie zum Beispiel hier Gedenkstätten. In Potsdam sind unter anderem die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistige Straße und die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße sehr stark wahrgenommene Institutionen. Beide verbindet eine sogenannte doppelte Geschichte, aus der eine sehr heterogene Gemeinschaft von Opfern und Erinnerungsgemeinschaften hervorgegangen sind. Und aufgrund dessen sie sich auch vor einer sehr bildungspolitischen Aufgabe und Herausforderung. Die Gedenkstätte Lindenstraße befindet sich mitten im Potsdamer Stadtzentrum. Das große holländische Haus war über Generationen hinweg Wohnsitz der Kommandanten des Gardekorps, der Leibgarde des Königs. Nach den Schlachten von Jena und Auerstedt besetzten französische Truppen die Stadt. Bis zu ihrem Abzug im Jahre 1808 diente das Gebäude als Kleiderlager und Pferdelazarett.
1809 konstituierte sich hier die erste Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. 1820 zog das Stadtgericht in das Gebäude ein. Zuvor waren die Stallungen im Hinterhof zum Gefängnis umgebaut worden. In den Jahren 1907 bis 1910 wurde hier ein moderner preußischer Gefängnisbau errichtet, mit Einzelzellen, Fenstern, sanitären Anlagen und Wirtschaftsräumen, sowie einer Kapelle im Obergeschoss. Auch in der Weimarer Republik wurde das Gebäude weiter genutzt. Seit 2013 verweist eine Dauerausstellung auf die Geschichte des historischen Ortes und thematisiert insbesondere die doppelte Diktaturgeschichte. Nach Machtantritt der Nazis wurde das Gefängnis Teil des NS-Repressionsapparates. Ab 1934 tagte hier eines von mehr als 200 Erbgesundheitsgerichten im Deutschen Reich. Anhand von pseudowissenschaftlichen Gutachten fassten Ärzte und Richter gemeinsam Beschlüsse zur Zwangssterilisation von Bürgerinnen, darunter auch Jugendliche und Schüler. Über 3000 Personen fielen dieser Praxis allein in Potsdam zum Opfer. Die Lindenstraße ist damit Teil der Rasse- und Vernichtungspolitik der NS-Gewaltherrschaft. Im Rahmen des sogenannten T4-Programms wurden in ganz Europa mehr als 165.000 Männer, Frauen und Kinder getötet. Ab 1944 waren Departements des Volksgerichtshofs von Berlin nach Potsdam umgezogen. Die Untersuchungshäftlinge warteten hier im Gefängnis auf ihren Prozess in der Hegelallee. Dazu zählten Widerstandskämpfer des 20. Juli, ebenso wie Kommunisten und andere Oppositionelle. Nach Zusammenbruch der NS-Gewaltherrschaft gehörte Potsdam zur sowjetisch besetzten Zone. Die sowjetische Verwaltung übernahm auch die Infrastruktur des Gefängnisses. Es wurde Sitz von sowjetischen Militärtribunalen. Die sowjetische Geheimpolizei unterstand dem Innenministerium NKWD, zwischenzeitlich auch MGB genannt. Während zunächst besonders NS-Parteimitglieder und Täter in der Lindenstraße inhaftiert waren, kamen etwa ab 1948 auch vermehrt oppositionelle Männer und Frauen der Stadt und Umgebung in Haft. Viele Urteile erfolgten aufgrund des sowjetischen Strafrechtsparagraphen Artikel 58. Die typischen Anklagepunkte lauteten Spionage oder Boykotthetze. Die Angeklagten werden zur Todesstrafe sowie zur Haft in Speziallagern und Gefängnissen der SPZ und dem sowjetischen Gulag verurteilt. Gefangene berichten von der Willkür, der sie ausgesetzt waren. Die Verhöre fanden meist nachts und auf Russisch statt. Die Häftlinge wurden zur Unterschrift der Geständnisse gezwungen. 1952 übergab das MGB den Haftkomplex der Stadtsicherheit der DDR, die die Untersuchungshaftanstalt des Bezirks Potsdam bis 1989 betrieb. Etwa 5000 Häftlinge wurden in dieser Zeit in der Otto-Nuschke-Straße, so hieß die Lindenstraße während der DDR-Zeit, inhaftiert. Die Häftlingszahlen sind ein Seismograph, steigen und sinken mit der politischen Stimmung im Land. So erfolgen beispielsweise im Jahr des Volksaufstands 1953 mehr als 200 Festnahmen, im Jahr des Mauerbaus 1961 mehr als 150 Festnahmen. Im Herbst 1989 protestieren auch in Potsdam Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler. Nach der Besetzung der Stasi-Zentrale in der Hegelallee am 5. Dezember tritt eine Gruppe auch den Weg zum U-Haft-Gefängnis an. Ihr Ziel, die Befreiung der Gefangenen. Als sie am Gefängnis ankommen, finden sie jedoch nur wenige Häftlinge vor. Die Untersuchungshäftlinge wurden bereits in den Wochen davor auf andere Strafanstalten verteilt oder entlassen. Von diesem Tag an und in den nächsten Wochen überschlagen sich die Ereignisse. Das Potsdamer Gefängnis Lindenstraße wird auf Beschluss des Runden Tisches zum Haus der Demokratie. Von hier aus organisieren jetzt die neu gegründeten Parteien und Bewegungen die Landes- und Kommunalwahlen im Superwahljahr 1990. In den frühen 90er Jahren finden Führungen und Veranstaltungen im Gebäude statt. Der Fördergemeinschaft Lindenstraße 54 gelingt es, den historischen Ort 1995 offiziell als Gedenkstätte anerkennen zu lassen. Mittels Spenden wird zu diesem Zweck die Skulptur Das Opfer des DDR-Oppositionellen und Bildhauers Wieland Förster erworben. Es wird eine Schülerprojektwerkstatt initiiert. Der Ort soll Bildungs- und Lernort werden. Ebenfalls seit 1995 finden im Innenhof der Gedenkstätte Gedenkveranstaltungen statt.
Wir werden bis heute am 27. Januar, dem Tag der Opfer des Nationalsozialismus, sowie am 17. Juni, dem Tag zur Erinnerung an den Volksaufstand, Gedenkveranstaltungen mit offiziellen Repräsentantinnen und Repräsentanten von Stadt und Land durchgeführt. Genau aus diesem Grund, als Gedenkort an die Opfer von zwei politischen Diktaturen, ist die Gedenkstätte in der Stadtgesellschaft jedoch auch umstritten. 2015 wird die Gedenkstätte zur Stiftung erhoben und seitdem institutionell vom Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam gefördert. Die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikurstraße liegt im Potsdamer Norden in der Nauner Vorstadt, in direkter Nachbarschaft zum Schloss Sisienhof, in dem 1945 die Potsdamer Konferenz stattfand. Ganz in der Nähe verläuft außerdem die Havel, die ehemalige innerdeutsche Grenze zwischen Potsdam und West-Berlin. Diese Lage ist kein Zufall. Als Untersuchungsgefängnis der sowjetischen Militärspionageabwehr, einer Abteilung des KGB, war die Leistikurstraße Schauplatz der Machtsicherung der sowjetischen Besatzung in Ostdeutschland und des Systemkampfes im Kalten Krieg. Das sogenannte Militärstädtchen Nummer 7, in dem neben dem Untersuchungsgefängnis weitere militärische und geheimdienstliche Infrastruktur der Sowjetunion standen, ist erst seit den 1990er Jahren wieder zugänglich. In ihrem Imagefilm präsentiert sich die Leistikurstraße wie folgt. Die Gedenkstätte Leistikurstraße war, insbesondere zu ihrer Eröffnung, auch ein umkämpfter Ort. Zuvor bespielten Vereine, hauptsächlich bestehend aus Zeitzeuginnen, das Gebäude mit Ausstellungen und Führungen. Mit der Überführung in die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten entstand die Gedenkstätte mit zeithistorischem Museum und Forschungsanspruch, wie sie heute existiert. Von den Vereinen wurde und wird zum Teil die inhaltliche Ausrichtung der Gedenkstätte kritisiert. Aus ihrer Perspektive lag zu viel Gewicht auf der Arbeit des KGB und auf den Spionagetätigkeiten. Die Verfolgungserfahrung von antikommunistischen Widerstandsgruppen würde währenddessen verharmlost oder teilweise angesichts der nationalsozialistischen Vergangenheit sogar vorsichtig gerechtfertigt. Die Opferverbände vergleichen die Darstellung mit denen von NS-Verfolgten. Mit diesen, so ihre Kritik, würde keine entsprechende Relativierung betrieben.
Die Gedenkstätte wies diese Vorwürfe zu jeder Zeit zurück und der Konflikt ist inzwischen auch abgeebbt. Wie können Gedenkstätten mit Erinnerungskonkurrenzen umgehen? Wie können sie sich und die Mitarbeiter der Gedenkstätten bei Konflikten positionieren? Amelie zu Eulenburg und Norman Warnemünde werden im Workshop 1 genau diese Fragen diskutieren und auch in Bezug auf ihre eigenen Erfahrungen in der Gedenkstättenarbeit. Inhaltlich knüpft ein bisschen an den Workshop 1 auch, dann natürlich der Workshop 4 am Freitag an, welcher von Sioma Liederwald und Kolja Buchmeier moderiert wird. Sie werden mit ihren eigenen Erfahrungen aus der Projektwerkstatt zu Methoden und Inhalten der gedenkstättenpädagogischen Praxis das derzeit viel diskutierte multidirektionale Erinnern nach Michael Rothberg nach seiner praktischen Umsetzbarkeit untersuchen. Anders ist natürlich das erschienene Buch des US-Historikers im Deutschen, das aber bereits 2009 im Original herausgekommen ist. Rothberg, der von linksliberalen und postkolonialen sehr gefeiert wird, strebt eine Neuverhandlung der Erinnerungskultur an und plädiert auf Solidarität basierendes Erinnern unter den verschiedenen Erinnerungsgemeinschaften. Dabei kann auch zugefügtes Leid verglichen werden, was aber nicht unbedingt eine Gleichsetzung bedeuten soll. In dem Workshop soll das Spannungsverhältnis von aktuellen Diskursen, Theorien und Erwartungen auf der einen Seite und der konkreten Bildungspraxis auf der anderen Seite genauer betrachtet werden. Ihre These dabei ist, dass vieles, was nun unter dem Label Multidirektionalität im Anschluss nach Rothberg diskutiert und verhandelt wird, in der gedenkstättenpädagogischen Praxis schon lange in der Praxis integriert wird. Soviel zu Panel 1. Und jetzt gebe ich weiter an Fine, die mit der Vorstellung von Panel 2 weitermachen wird. Genau, und in dem Panel werden wir uns mit Erinnerung beschäftigen, die Raum einnimmt im öffentlichen Leben, mit Denkmälern, Informationstafeln, Stelen oder anderen materiellen Erinnerungszeichen, die Teil der Kulisse unseres Alltags sind. Und obwohl ihre Gestaltung ästhetisch häufig mit der restlichen Umgebung bricht, werden sie, das ist nicht nur unsere Beobachtung, häufig übersehen und gar nicht so wirklich beachtet. Das Auffallendste an Denkmälern, so wird der Autor Robert Musil gern zitiert, ist, dass man sie nicht bemerkt. Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler. Zitat Ende. Wenn solche Orte neu eröffnet werden, stellen sie eine Intervention in den öffentlichen Raum dar. Sie irritieren, sie sollen auch irritieren und sie machen neugierig und sorgen dafür, dass Menschen nachfragen oder heute wahrscheinlich eher, dass sie googeln. In jedem Fall sorgen sie für eine gesteigerte Sichtbarkeit von den Ereignissen, an die sie erinnern. Schon nach ein paar Wochen verlieren sie jedoch diese Wirkung. Sie integrieren sich ohne viel Aufhebens in die Umgebung und sind höchstens noch für Touristinnen oder Exkursionen von Schul- und Seminargruppen interessant. Erinnerungszeichen im urbanen Raum nehmen, was die Aufmerksamkeit angeht, also häufig gerade keinen expliziten Raum ein. Beispielsweise am Potsdamer Luisenplatz, den wir Ihnen gleich noch vorstellen werden. Dort treffen sich junge und alte Potsdamerinnen zwar, aber gar nicht unbedingt wegen eines Denkmals willens, sondern weil das Brandenburger Tor als Landmark Bedeutung hat, also wiedererkennbar ist, ein guter Treffpunkt ist. Und seien wir ehrlich, an Denkmälern auch oft ein paar Sitzbänke oder eine kleine Parkanlage existieren, die von wesentlich höherem Interesse im urbanen Alltag sind. Gerade sehr alte Erinnerungszeichen erfahren in dieser Hinsicht eine zeitgenössische Umdeutung als nutzbarer Stadtraum. Und dennoch, Denkmäler erschaffen auch Raum. Das ließ sich insbesondere an der hitzig geführten Debatte um Denkmalstürze im Jahr der Black Lives Matter-Bewegung 2020 feststellen. Sie geben performativ-memorialen Veranstaltungen, Kranzniederlegungen oder das Begehen von Gedenktagen, aber eben auch Denkmalstürzen, einen authentischen Ort, der nicht nur die Relevanz des Gedenkens im wahrsten Sinne des Wortes manifestiert, sondern es auch ermöglicht, eine Übertragung des Vergangenen in die Gegenwart zu leisten. Kein Wunder also, dass viele Erinnerungsgemeinschaften, die keine solche Verortung haben, sich für einen spezifischen Ort, für einen Raum für ihre Erinnerung einsetzen, dass sie auch gegen andere diskriminierende oder sogar rassistische Erinnerungsorte protestieren. Oder, wie wir es eben vielfach erwähnt haben, sie sich einfach nehmen. They reclaim the space, wie man es im aktivistischen Englisch formulieren würde.
Der Potsdamer Luisenplatz ist Teil einer jeden Stadtführung durch das etwas provokant formuliert preußische Wunderland hier in Potsdam. Insofern ist er ein erinnerungspolitisch etablierter Ort. Er ist allerdings auch ein Ort von Kundgebungen, von Demonstrationen oder von Festen und bietet somit Raum für das bürgerschaftliche Zusammenkommen und das zivilgesellschaftliche Engagement in der Stadt. Und in diesem Sinne hat er jetzt auch ein ganz frisches Erinnerungszeichen vorzuweisen, das wir Ihnen gern im Rahmen eines erneuten Stadtspaziergangs vorstellen möchten. Unser Stadtspaziergang führt uns zu dem in innerstädtisch gelegenen Luisenplatz in Potsdam, der um etwa 1733 zusammen mit der Stadtmauer entstand und zunächst als Holzsammelplatz gedacht war. Wir laufen nun zum ca. 6000 Quadratmeter großen Luisenplatz. Hier sehen Sie das Brandenburger Tor vor der Brandenburger Straße. Ab 1945 war er unter Brandenburger Platz bekannt und wurde 1951 in Platz der Nationen umbenannt. 1991 erfolgte die Rückbenennung in Luisenplatz. Das Denkmal für die Potsdamer Demokratiebewegung von 1989 wurde 2020 eingeweiht. Der Künstler Mikos Meininger erinnert hiermit an die größte Demonstration vom 4. November 1989. Das Denkmal besteht aus in den Boden gelassenen Stahlplatten und 106 Schuhabdrücken von damaligen DemonstrantInnen und Slogans von ihren Transparenten. Heute dient der Platz als Veranstaltungsort, wie beispielsweise für Demonstrationen oder das Gedenken an die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau. Es bleibt abzuwarten, wie dieser neue Erinnerungsort am altbekannten Platz im Bewusstsein der Potsdamer Bevölkerung verankert werden wird. Für uns verweist er aber schon auf den Inhalt eines unserer Workshops in Panel 2, die ich jetzt vorstellen möchte. Und zwar private und institutionalisierte Erinnerungen an die DDR und an den Umbruch von 1989-90 stehen, das ist auch nicht nur unsere Beobachtung, oftmals in Konflikt miteinander. Nicht selten sehen ehemalige DDR-BürgerInnen ihre persönlichen Lebenserfahrungen nicht oder nur zum Teil in der Forschung oder den Museen und Gedenkstätten gespiegelt und berücksichtigt. Der erinnerungspolitische Schwerpunkt liegt, auch wenn sich das langsam ändert, vor allem auf der oppositionellen und nicht auf der privaten alltäglichen Erfahrung der DDR. Andersherum werden an privaten Erinnerungen entworfene Erinnerungsorte oft mit dem Label der Ostalgie belegt und fühlen sich damit inhaltlich abgewertet. Und sehen sich damit inhaltlich abgewertet. Während es in der Natur der Sache liegt, dass Zeitzeuginnen einen anderen Blick auf ihre eigene Vergangenheit werfen, als es der auf verallgemeinerbare Erkenntnisse ausgerichtete Blick der Wissenschaft tut, stellt sich für uns die Konkurrenz zwischen diesen beiden Zugängen als oft verhärtet und verbittert dar, insbesondere in Bezug auf das Thema der DDR-Geschichte. Mit dem Workshop zum Citizen Science Projekt Die lange Geschichte der Wende, eine Dialogreise durch Ostdeutschland, der von Katrin Zöller geleitet werden wird, stellen wir daher die Fragen: Was macht das mit dem Diskurs über die DDR? Welche Erinnerungsgemeinschaften zur DDR-Geschichte bekommen Raum und welche nicht und warum? Wie können diese verschiedenen Gruppen respektvoll in Dialog und Austausch treten? Und war das Citizen Science Projekt dafür ein erster Schritt? Das Denkmal auf dem Luisenplatz wurde unter Mitwirkung der Stadtgesellschaft, genauer ehemaliger Potsdamer Oppositioneller, die 1989 aktiv waren, gestaltet. Welche Wirkung hat dieser partizipative Ansatz aus Wissenschaft und Stadtraumgestaltung? Der Workshop von Oliver Geider, der unter anderem zum Berliner Friedhof der Märzgefallenen der Revolution von 1848 arbeitet, wird sich hingegen mit dem relativ neuen Trend zur Erinnerung an die deutsche Demokratiegeschichte beschäftigen. Mit ihm haben wir auch schon im vorangegangenen Seminar im Wintersemester, als er als Gastredner bei uns zu Besuch war, über diese Entwicklung gesprochen.
die sich beispielsweise in der verstärkten staatlichen Förderung von demokratiegeschichtlichen Projekten ablesen lässt. Neben dieser Entwicklung sind die betreffenden Orte aber häufig auch damit konfrontiert, dass ihre Erinnerungszeichen von Gruppierungen der neuen Rechten vereinnahmt werden. Denkmäler und Stelen, die beispielsweise an die Zeit des Vormärz oder die Revolution von 1848 erinnern, stehen in einem Spannungsverhältnis zwischen der Erinnerung an die Prozesse der deutschen Demokratisierung und dem stark nationalen und für die neue Rechte daher anknüpfbaren Gedankengut, das sie transportieren. Im Workshop fragen wir uns daher, Demokratiegeschichte erinnern, was bedeutet das eigentlich genau? Wer hat daran Interesse? Und wie ist dieser aktuelle Trend zustande gekommen? Welche Lobby oder Gelder gibt es dafür? Und wie lässt sich eine Vereinnahmung durch rechte Gruppen oder eine Annäherung an deren Ideologie verhindern? Und damit kommen wir zu unserem letzten Panel, das wir Alex vorstellen wird. Dankeschön. Die Workshops 3 und 6 werden sich mit Gedenkritualen und Ritualen der Erinnerungskultur auseinandersetzen. Und hierbei wird ein besonderer Fokus auf das Erinnern im digitalen Raum liegen. Die weltweit größte Gedenkveranstaltung für die Opfer der Shoah findet im Internet statt. Die Social-Media-Kampagne des Jüdischen Weltkongresses läuft unter dem Hashtag WeRemember. Weltweit werden dafür seit 5 Jahren am 27. Januar anlässlich der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz Menschen dazu eingeladen, sich selber zu fotografieren mit einem Schild in der Hand, auf dem Hashtag WeRemember steht und dieses dann auf sozialen Plattformen zu veröffentlichen, wie zum Beispiel Instagram und auch nochmal darunter zu kommentieren, Hashtag WeRemember. Im Jahr 2017 nahmen um die 250 Millionen Menschen daran teil. Aber auch analog finden nach wie vor noch Gedenkveranstaltungen statt. So auch auf einem der ältesten Plätze in Potsdam, dem zentral gelegenen Platz der Einheit. Mittlerweile werden ja auch diese digital begleitet. Gemeinsam haben beispielsweise die feministischen antifaschistischen Veranstalterinnen, die emanzipatorische Antifa Potsdam, die Geschichtsverstärkt Rotes Nova Ves und der Potsdamer Ortsverband des Bundes der Antifaschistinnen und Antifaschisten des Landesverbandes Brandenburg sowie die Prussian Fat Cat Roller Derby Potsdam ein individuelles, digitales Gedenken anlässlich des jährlichen Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27.01. diesen Jahres durchgeführt. Parallel war es den Menschen möglich, vor Ort zu gedenken und Blumen niederzulegen oder auch zu Hause individuell an der digitalen Gedenkfeier zu partizipieren. Unter anderem wurde dafür auch die Plattform Twitter benutzt, um einem halbstündigen Recording über die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz zu berichten und auch an die Opfer und Ermordeten zu erinnern. Die derzeitige Pandemiesituation war sicherlich der Auslöser dieser Aktion, bei der unterschiedliche Gedenkformen miteinander vereint werden konnten. Und der Platz der Einheit, den vielleicht nicht alle hier kennen, die aus Potsdam vielleicht nicht sind, wird jetzt in einem kurzen Video vorgestellt. Der Platz der Einheit in Potsdam wird begrenzt von der Wilhelm-Galerie im Norden, Wohngebäuden im Osten, der Straße am Kanal im Süden und der Friedrich-Ebert-Straße im Westen. Er stellt einen wichtigen Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs dar. Ursprünglich befand sich an der Stelle des Platzes eine große Wasserfläche, genannt der Faule See. Im Zuge der Stadterweiterung wurde der See 1724 zugeschüttet und umgebaut. Wir laufen hier jetzt auf das x-förmige Wegekreuz zu. Klassische und moderne Architektur sind umgeben von Rasenflächen und Baumreihen. Als einer der ältesten Plätze in Potsdam bekam der bis 1946 noch als Wilhelmplatz benannte Ort seinen heutigen Namen durch die Zwangsvereinigung der SPD und KPD in SED.
Jetzt sehen wir gleich das 1975 errichtete Mahnmal für die antifaschistischen Widerstandskämpfer. Ursprünglich, anstatt der Flammenschale, sollte eine stählerne rote Pyramide vor der Inschrift stehen. Sie sollte an die politischen Häftlinge in Konzentrationslagern erinnern. Die SED beauftragte den Bildhauer Christian Röll, die Flammenschale zu entwerfen. Auf der Inschrift ist zu lesen: Unser Opfer, unser Kampf gegen Faschismus und Krieg und den Lebenden zur Mahnung und Verpflichtung. Als nächstes sehen wir auf der gegenüberliegenden Straßenseite die 1979 eingeweihte Gedenktafel. Hier stand die alte Synagoge der jüdischen Gemeinde Potsdams, die als Kriegsruine abgerissen wurde. Das letzte Denkmal auf dem Platz der Einheit ist das Denkmal für den unbekannten Deserteur. 1989 wurde die Marmorskulptur im Auftrag des Bonner Friedensplenums angefertigt. Seitdem erlebte das Denkmal in verschiedenen Orten in Bonn Asyl. Grund war, dass der ehemalige Bonner Bürgermeister Hans Daniel die Fahnenflucht nicht verherrlicht sehen wollte. 1990 beendete die Partnerstadt Potsdam die Odyssee mit Hilfe der Initiative vom Freundeskreis Wehrdienst Totalverweigerer und so ist seit 1997 aufgrund einer Mehrheitsabstimmung der feste Platz des Denkmals der Platz der Einheit. Hier sehen Sie noch die Inschrift und die Daten zum Bildhauer Mehmet Aksoy. Nachfolgend ist noch zu erwähnen, dass dieser physische Ort ein Veranstaltungsort für digitales Gedenken geworden ist. Das digitale Erinnern ist zu einer Erinnerungspraktik geworden, die zunehmend in den sozialen Medien Anklang findet. Das kann als eine Art von neue Form der Kranzniederlegung interpretiert werden, die aber aufgezeichnet und auch erhalten bleibt. Und durch diese Art der Partizipation wird jeder und jedem mit einfachen Mitteln die Möglichkeit gegeben, an Gedenkveranstaltungen teilzunehmen, egal, wo er oder sie sich gerade befinden, vorausgesetzt, sie haben einen Computer, Laptop oder ähnliches und eine stabile Internetverbindung. Und so entsteht eine Dynamik, die das Erinnern nicht auf einen Gedenkort reduziert, sondern weltweit Partizipation erfahren kann. Mit dieser Form des dynamischen Erinnerns kann das individuelle Erinnern mit dem kollektiven Gedenken in einer neuen Art und Weise auf sozialen Medien zusammenkommen und mittels der verschiedenen Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter ein Geschichtsbewusstsein vermitteln in einer Welt, in der durch soziale Medien globale Gedenkkulturen entwickelt werden können. Unterstützend können in den sozialen Medien auch durch Links auf Webseiten verwiesen werden, die das Thema wissenschaftlich untersuchen. Und somit bietet das digitale Erinnern auch die Möglichkeit, interessierten und vertrauenswürdige Informationen weiterzuleiten und ein geschichtliches Interesse zu wecken, aber auch zu fördern. Vor allen Dingen aktuelle Themen werden in den sozialen Medien behandelt. Die Black Lives Matter-Bewegung hatte mit dem Hashtag Black Lives Matter und am sogenannten Blackout Tuesday, dem Aufruf, ein schwarzes Viereck auf Instagram zu posten, zu einem performativen, aktivistischen Gedenken an den ermordeten George Floyd aufgerufen und damit weltweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Offen bleibt, inwiefern solche Social-Media-Posts reine Performance sind, wie es zu sein scheint, wenn einige Konzerne zwar an dieser Solidaritätsbekundung mitmachen und ein schwarzes Viereck posten, dieses aber nach 2 Tagen wieder aus ihrem Feed löschen, weil es nicht zu ihrem Content passt. Und man könnte merken, es ist etwas mehr Aufwand, sich an einen Platz zu stellen und dort auch physisch zu gedenken, als vielleicht mit 2 Klicks einem Trend zu folgen und dieses eventuell sogar noch zu vermarkten. Debra Krieg, Mitarbeiterin des Anne-Frank-Zentrums, wird in ihrem Workshop unter anderem der Frage nachgehen, inwiefern sich diese Social-Media-Gedenkperformance, die oft als Selbstdarstellung kritisiert wird, von einem Real-Life-Gedenken unterscheidet. Und verschwindet nicht auch dort die Stellungnahme schon kurze Zeit später wieder aus der Öffentlichkeit,
Oder kann Social Media vielleicht sogar im Gegensatz dazu zu einem nachhaltigen Bedenken anregen, im Sinne von das Internet vergisst nicht? Eröffnet Social Media den Raum für Erinnerung nicht auch über die tradierten und einstudierten Gedenkrituale hinaus, wenn beispielsweise für die aus rassistischen Motiven am 19. Februar 2020 in Hanau Ermordeten ein bundesweit koordiniertes und in vielen Städten zeitgleich stattfindendes Gedenken und Erinnern digital organisiert, aber analog durchgeführt werden kann? Andererseits muss aber auch gefragt werden, inwiefern digitale Gedenkrituale die Defizite und mögliche ungewollte Effekte, wie zum Beispiel die Verbreitung von Falschinformationen, die sozialen Medien herausfordern. Und kann es mit der heutigen globalen Expansion von Kommunikation und der daraus resultierenden Hierarchisierung von Aufmerksamkeit zu einer neuen Form von Erinnerungskonkurrenz kommen? Oder ist diese sogar sichtbar bereits? Dr. Patrice Boutrous, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Erfurt, wird in seinem Workshop auch der Frage nachgehen, ob und inwieweit sich marginalisierte Opfergruppen den Infrastrukturen der sozialen Medien bedienen können und dadurch auch Gegenerinnerungen schaffen können. Erst im letzten Jahr erschien sein Aufsatz Fremd im Bruderland in dem Band Erinnern stören, von dem wir auch schon heute gehört haben, in dem er sich zur Aufgabe macht, eine Gegengeschichte der ungehörten Stimmen zu schreiben. Hier wird unter anderem die Frage gestellt, welche Rolle Interventionen in das ritualisierte staatliche Gedenken spielen. Derzeit geht der Trend der Wendeerzählung in Richtung Diversifizierung und es mehren sich Publikationen über postmigrantische Erfahrungen der BRD und in der DDR sowie in den 90er Jahren. Wer bespielt denn diese Themen und diesen Erinnerungsraum und wie fest lassen sich diese Themen auch etablieren? Zudem möchten wir in diesem Workshop der Frage nachgehen, was Unterschiede und Gemeinsamkeiten von offiziellen und aktivistischen Gedenken sind und inwiefern beides vielleicht voneinander profitieren kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich jetzt gerne melden. Dankeschön. Vielleicht sollte ich eine Frage stellen, um die Diskussion zu eröffnen. Was war denn schwierig bei dem Drehen der Filme? Oder wie war denn Ihr Eindruck beim Filmdreh und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, den Stadtspaziergang virtuell zu machen? Also was war Ihr Impuls da, den so zu setzen? Genau, ich würde einfach mal anfangen, die Frage zu beantworten. Also natürlich hatten wir ganz ursprünglich mal im Kopf, eine analoge Tagung zu planen, dass das relativ schnell klar war, dass das nicht möglich sein wird, haben wir uns umgestellt auf digital, beziehungsweise eben hier über Zoom. Aber es ist natürlich schwer, über Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen in Potsdam zu sprechen, wenn man auf der Tagung nicht die Stadt auch selbst mal besuchen kann. Und gerade falls verschiedene Kommilitonen von der FU teilnehmen, die Potsdam gar nicht unbedingt so gut kennen, haben wir uns gedacht, damit man über die Orte wirklich gut diskutieren kann, geben wir immer mal ein bisschen Input mit rein und hätten diesen Stadtspaziergang natürlich gerne live mit Ihnen gemacht. Aber da das nicht geht, haben wir eben dieses Format gewählt. Ja, vielen Dank. Irmgard? Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich bin besonders interessiert an den digitalen Räumen, die Sie ganz zum Schluss jetzt noch vorgestellt haben und habe mich auch für den Workshop eingetragen, weil man sich ja leider entscheiden musste. Aber hier wäre jetzt meine Frage direkt auch so ein bisschen im Anschluss an den Vortrag von Herrn Sabro, dass wir uns ja eigentlich auf Potsdam konzentrieren, aber durch die digitalen Räume brauchen wir ja gar keine physischen Räume mehr. Also offensichtlich funktioniert das Gedenken auf jeden Fall für eine jüngere Generation in anderen Bereichen. Also die meisten Projekte, die es in diesem Bereich gibt, die kenne ich ja nur über Sie, weil Sie mir darüber berichten, ich von selbst sozusagen die so gar nicht kennenlerne. Und da ginge jetzt meine Frage an Herrn Sabro
Und ich glaube, wir sind da letztendlich dann doch auch einer Generation, die eben dieses digitale Gedenken oder Erinnern, vielleicht nicht so direkt offen gegenüberstehen oder das nur teilweise vermittelt mitbekommen. Und es ist so ein bisschen die Frage, wie du das einschätzen würdest, Martin, ob da jetzt eine ganz neue Räume geschaffen werden und damit dann so ein bisschen auch die physischen Räume vielleicht, also in Konkurrenz zu den physischen Räumen dann auch treten und diese dann vielleicht irgendwann auf Dauer auch ein bisschen überflüssig werden. Ach, Irmgard, da fragst du mich was. Hast du jetzt ernsthaft gesagt, wir gehören zur selben Generation? Das habe ich dich noch nie sagen hören, aber klar. Die Perspektive in der Nutzung digitaler Medien, glaube ich, kommt schon nach. Also, ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich kann sie vielleicht ein bisschen umkreisen. Wir, die wir hier zusammensitzen, digital verbunden, sind ja eigentlich diejenigen, die dem Gedenken einen Raum schaffen wollen, aber ihn eigentlich gar nicht selbst so nutzen. Es ist so, wir sind doch die Professionals, die reflektieren, die organisieren und die von der Projektion auf ein Publikum bestehen, das wir vielleicht auch selbst bilden. Aber wir haben eine andere Beziehung dazu. Wir finden es zum Beispiel bemerkenswert, dass am Luisenplatz oder dass dort Bänke aufgestellt sind und die Leute vielleicht mehr Lust haben, sich auf die Bänke zu setzen, als in einem Gedenken zu verharren. Oder wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, wenn wir um das Holocaust-Mahnmal gehen, ich kann auf dem Weg zu meiner Uni nicht vorbeigehen, ohne besondere Gefühle zu haben. Das muss man jetzt nicht weiter beschreiben, aber es ist für mich kein normaler Platz. Und ich sehe, dass andere ihn ganz anders traktieren. Und ich sehe das dann mit dem Blick sozusagen des Geschichtswächters. So nicht Wächter der Geschichte, sondern richtig Geschichtswächters. Das ist eine Einschränkung, die ich machen muss. Deswegen bewegen wir uns hier auch in einer gewissen Blase, mit der wir befasst sind. Und wir müssen auch uns von dieser Blase manchmal schärfer verabschieden, als wir es unserem Publikum zugestehen. Wer wie Frau Schulz oder Frau zu Eulenburg am Abend die Lindenstraße verlässt, muss das auch mit einem Lachen tun können, obwohl wir für unsere Besucher beiderlei Geschlechts doch eigentlich ein kathartisches Erlebnis verlangen. Wir finden es eigentlich komisch, wenn die Griechen rauskommen und haben Spaß. Wir selbst aber brauchen es vielleicht in gewisser Weise. Ich kann das nur aus einer gewissen Entfernung sagen als Beirat in den brandenburgischen Gedenkstätten. Ich kann aus diesem Hauptvortragsraum nicht herausgehen, ohne daran zu denken, wie Theodor Eicke als Chef der KL-Verwaltung dort geherrscht haben mag. Und ich habe Bilder von dem Sitzungsraum der Wannsee-Konferenz vor mir, der mir durch einen Film viel deutlicher noch ist. Aber ich kann nicht erwarten, dass Günter Morsch oder Axel Drehkoll dasselbe Gefühl haben. Ich glaube, sie würden auch verrückt werden irgendwann. Insoweit ist das hier eine Besonderheit, in der wir miteinander diskutieren. Das Zweite, das war die subjektivierende Bemerkung. Die objektivierende Bemerkung über das Verhältnis von digitalem und physischem Gedenken oder Erinnern. Ich weiß auch gar nicht, ob das Wort Gedenken eigentlich das Richtige ist, also Bezugnahme, in Beziehungssetzung, würde ich vielleicht eher sagen. Die kann natürlich digital erfolgen. Sie erfolgt ja fast immer für uns medial, über Filme, über Bücher, vielleicht auch über Gespräche. Aber, und meine Blicke suchen Achim Sauper und ich, wir verwalten seit Jahren einen Forschungsverbund zur historischen Authentizität. Du guckst mich zwar so starr an, Achim, aber ich hoffe, dass du folgst und dabei bist. Und wir haben immer mit der Aura einer Authentizität zu tun, die uns beschäftigt und die ist im digitalen Raum nicht so leicht zu erwerben. Ich will sie nicht kategorial ausschließen, weil auch das eine Rezeptionshaltung ist. Die Authentizität klebt ja nicht an den Orten, an den Objekten, an den Räumen, sondern sie wird dort zugeschrieben und das in einer unterschiedlichen Intensität. Am stärksten bei Objekten, ein Hammer in der Hand zu haben, mit dem jemand erschlagen worden ist, ist ein Erlebnis, wo man diese Authentizität wenig wegdrücken kann. Der ostpreußische Heimattourist, der auf den Spuren seiner Großeltern durch Elbing wankt oder in Königsberg noch einen Gullideckel drauf findet, wo Goldapp draufsteht, der hat eine sehr entfernte Aura des Authentischen. Aber immerhin, es ist eine da. Und die fehlt, wenn wir in einem digitalen Raum uns nur mit Signifikanten austauschen. In dem Moment aber, wo in der Stadtführung ein Bild gezeigt wird oder eine Stadterklärerin im Bild auftaucht, vielleicht gerade umgeschubst wird von irgendeinem Hooligan, der mit der Bierflasche rumtorkelt, ist diese Authentizität auf eine andere Weise doch wieder da.
Also kategoriale Unterscheidung würde ich nicht treffen, aber ich würde meinen, dass das auratische Erlebnis, das wir aufsuchen, im digitalen Raum schwerer und nur in verdünnter Form zu bekommen ist und dass die physische Reise etwa zum Checkpoint Charlie nicht zu ersetzen ist durch ein Bild des Checkpoint Charlies. Das Bemerkenswerte ist nur, dass die Touristen, Sie erinnern sich, diese Figur von Menschen, die bis vor anderthalb Jahren Berlin bevölkert haben, dass die Touristen, die zum Checkpoint Charlie kamen, die walzten in die Blackbox, die Jürgen Reich dort aufgestellt hat, um wiederum Bilder vom Checkpoint Charlie sich anzuschauen, weil der physische Ort zwar die Aura der Authentizität versprach, aber nicht hielt. Dann war doch das Bild wieder besser, dass die Panzer zeigten, die gegeneinander standen. Insoweit kann ich die Frage nur umkreisen, aber ich kann sie nicht in der Direktheit beantworten, der du mich gefragt hast. Vielleicht, Irmgard, vielen Dank, Herr Sabo. Vielleicht ist die Frage ja an die, es ging ja eben das Thema um die generationelle Frage, die hier eine Generation umspannt, Sie beide. Vielleicht ist die Frage ja auch zurückzugeben an Sie, an die Studierenden, inwieweit Partizipation, Online-Gedenken, digitales, virtuelles Gedenken ja mitgemacht wird, Hashtag ich bin Sophie Scholl oder diese Phänomene, möglicherweise ist hier ein Generation Gap, der gar nicht mehr das erfahrbar macht, was Sie erfahren können. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung dazu? Welche Ablösungsprozesse sind da eingetreten, die das nachvollziehbar machen? Ich spreche aus einer Zwischengeneration hier. Ja, ich denke, da die Digitalisierung immer mehr in unser Leben getreten ist, gerade in der letzten Zeit pandemiebedingt und wir immer mehr damit zu tun gehabt haben, ist es auch eine logische Konsequenz, dass das nicht an der Erinnerungskultur vorbeigeht und dass sie Teil davon wird. Und ich denke aber auch, wie Herr Sabo auch gesagt hat, dass es das physische Gedenken nicht ersetzen wird, dadurch, dass wir nicht nur ein digitales Leben führen, sondern auch rausgehen. Und solange wir nicht aufhören, rauszugehen, um das salopp zu sagen, ist das physische Gedenken auch noch sehr ein wichtiger Teil. Ich glaube, hier ist es auch so ein bisschen die Kombination, die es macht, wie ich auch eben meinte, mit dem Beispiel aus Hanau, wo auch dieses bundesweit koordinierte Gedenken in vielen Städten gleichzeitig dann digital zum Beispiel organisiert wurde, aber nicht nur digital stattfand, sondern auch analog durchgeführt werden konnte. Und ich glaube, hier kann beides sehr schön auch ineinander greifen und voneinander profitieren. Aber ich bin nicht der Meinung, dass eins das andere ablösen wird. Vielen Dank. Martin Sabo. Ja, Amelie, am Beispiel des Zeitzeugen kann man vielleicht aber auch erkennen, dass die Grenzen tatsächlich verschwimmen. Zunächst ist es so, dass der Zeitzeuge aus Fleisch und Blut eine Donnerkeil-Erfahrung war. Jetzt bin ich tatsächlich die ältere Generation aus meinen Lehrererfahrungen der späten 70er, eher der frühen 80er Jahre. Also an den Rektoren, an den Schulleitern, Direktoren vorbei hineingeschmuggelt, ein Mann, der unsicher sich bewegte, älter aussah, Narben im Gesicht, aber eigentlich eine freundliche Erscheinung. Er trug den Namen BH und er erzählte vor Schülern, es war ein bisschen unklar, was so ein alter Mann eigentlich tut im Klassenzimmer, auch immer die Sorge, dass plötzlich der Direktor reinkommt und sagt, was macht diese schulfremde Person hier? Fand nicht statt, war aber eine Sorge. Und plötzlich erzählt BH, wie es war, als er auch aus der Schule kam und da so schön am Savignyplatz, man sah so die Gardinen auch schon in seiner Wohnung, oder er wunderte sich, dass da am Savignyplatz in der Wohnung, dass da die Fenster offen standen und als er hochging, waren seine Eltern deportiert worden. Und er fing an zu weinen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Das ist eine Erfahrung, die für mich wie ein Donnerkeil, so wie eine Flash-Erinnerung in mir geblieben ist. Und man würde es gegen den Avatar von Pinchas vollkommen entgegenhalten. Und ich hätte vielleicht noch vor 3-4 Monaten gesagt, das ist so kategorial getrennt, das kann überhaupt nicht sein. Da gibt es keine Verbindung. Mittlerweile denke ich ein bisschen, wie Frau de Leon sagte, in Übergängen. Erstens hat Herr BH bis zu seinem Tod, ich glaube, 12.000 oder 13.000 Besuche gemacht.
er hat die Geschichte immer wieder erzählt. Vielleicht hat er sie etwas anders erzählt, vielleicht hat er auch andere Stationen erzählt, aber er hatte sie ja auch in einer Weise ritualisiert, routinisiert. Ich weiß nicht, wer am Anfang sagte, das war Frau zu Eulenburg in ihrer Einleitung, dass natürlich die Erinnerung nicht an die Vergangenheit aufgerufen wird, sondern an das letzte Mal, dass man davon geredet hatte. Und so geht diese Kette weiter. Und der Avatar wiederum, der ein vollkommenes Kunstprodukt ist, kann natürlich auch eine sekundäre Aura entfalten, wenn plötzlich ein Mensch, der nur als Hologramm besteht, eine Antwort auf eine vielleicht doofe Frage gibt, die man ganz aktuell findet und weiß doch, dass es den gar nicht mehr gibt, dass es ein Algorithmus ist, der mit einem spricht. Und trotzdem gibt es vielleicht Schülerinnen und Schüler, die sich dabei angucken und ihn in irgendeiner Weise einbeziehen, so wie vielleicht unsere Eltern die Holocaust-Serie 1979 im Januar gesehen haben. Also insoweit sind die Übergänge fließend und wir dürfen vielleicht nicht allzu kulturkritisch mit ihnen umgehen. Aber die überwölbende Frage ist natürlich, ob nicht unser Gedenken insgesamt in Form einer Routinisierung geraten ist, die uns auch so leicht diese abstrakten Worthülsen, mit denen wir immer umgeben, von Erinnerungskultur, ein Wort, das es vor 40 Jahren überhaupt nicht gab, sprechen, das Wort Gedenkkultur, das hätte man früher ganz seltsam gefunden. Und wenn man heute von KZ-Gedenkstätten spricht und manchmal sogar vielleicht ganz kurz vom KZ Sachsenhausen spricht, das müsste einfach schaudern eigentlich. Wir haben eine Routinisierung des Sprachgebrauchs, der natürlich auch eine Routinisierung der Erinnerung folgt. Und deswegen ist die für mich fast ja so zerstörerisch wirkende Kraft eines Vergleichs, die sagt, was ist denn der Holocaust gegen die Sklaverei? Wo ich mich zuerst schüttelt, weil es mein Generationenprojekt ist, diese Erinnerung durchgesetzt zu haben. Aber vielleicht kann es doch auch eine produktive Herausforderung sein, produktiver jedenfalls, als ich am Anfang dachte. Andersherum, das habe ich seit Jahren in Vorträgen auch selbst betont, macht mir die Ritualisierung eines Erinnerungsbusiness Sorgen, die uns alle zusammenführt. Wie viele Historikerinnen und Historiker sind wir alleine, jetzt fast immer noch 40 Leute, die alle davon leben, dass wir diese Gedenkkultur von einer Rille zur anderen weitertreiben. Und insoweit ist vielleicht jede Form der Herausforderung etwas, was diese überwölbende Sorge vor der Ritualisierung ihr ein bisschen widersteht oder ihr entgegensteht. . 2011 entschied die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, den vorher als Am Findling bekannten Platz an der Babelsberger Großbärenstraße nach dem Wahl-Potsdamer und Antifaschisten Willi Frohwein zu benennen. Vor ein paar Jahren entstand die Idee, den Willi-Frohwein-Platz als Erinnerungsort zu gestalten. Dabei waren SchülerInnen des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Babelsberg beteiligt. Willi Frohwein wurde aufgrund seines jüdischen Vaters als Halbjude von den Nazis verfolgt und in einem Rüstungsbetrieb zwangsverpflichtet. Dort sabotierte er die Produktion von Munition, woraufhin er in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert wurde. Er überlebte das KZ und die anschließenden Todesmärsche. Nach der Befreiung ließ er sich als Polizist in Babelsberg nieder, wo er sich politisch in der SED und der VVN engagierte. Willi Frohwein suchte viele Jahre als Zeitzeuge aktiv das Gespräch mit Jugendlichen. Ja, also ich bin Betty, bin Schülerin des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Babelsberg. Ich gehe in die 10. Klasse und habe mich in dem letzten Schuljahr im Gesellschaftswissenschaftskurs mit Willi Frohwein beschäftigt. Okay. Also da der Platz schon vorentwickelt war und die Gestaltung sozusagen abgeschlossen war und die Bauarbeiten hätten anfangen sollen, haben wir uns mit Willi Frohwein als Person beschäftigt. Wir haben erst mal seine Biografie gelesen. Da haben wir uns die aufgeteilt und dann konspektiert und Konspekte erstellt. Und die hat sich dann jeder durchgelesen, sodass jeder sozusagen einen Eindruck von seinem Leben hatte. Und dann haben wir die Aufgaben aufgeteilt. Also manche haben sich mit einer Website beschäftigt, also mit der Gestaltung und der Programmierung und so. Andere haben Artikel geschrieben für die Website über Willi Frohwein, über die Zeit. Also für die zeitliche Einordnung. Und wieder andere haben einen Zeitstrahl zum Beispiel erstellt. Ja, also das waren erstmal so unsere Aufgaben. Das hat sich ziemlich lang gezogen. Irgendwann haben wir angefangen, auch für die Website Kontakte von Willi Frohwein sozusagen nachzuvollziehen und diese Leute zu fragen unter so einer Rubrik Willi Frohwein war für mich. Und dann haben wir
Zitate sozusagen von Statements von denen aufgenommen oder schriftlich zugeschickt bekommen, um sozusagen nochmal so was Persönliches in die Website zu bringen. Also unsere Hauptaufgabe war eigentlich, eine Website zu dem Platz zu erstellen, dass man so, ja, dass man halt auch im Internet vertretbar ist und dass man vom Platz auf die Website zugreifen kann. Und auf dem Platz sind auch überall QR-Codes verteilt, damit man auf die Website geleitet wird. Es war kein richtiger Unterricht, dass man jeden Block da hingekommen ist, sich stramm hingesetzt hat und irgendwas ausgearbeitet hat, sondern es war sehr offen und sehr projektorientiert und jeder hatte so seine individuellen Aufgaben und das war, also diese Erfahrung war schon sehr schön und man hat auch gelernt, anders zu arbeiten, also andere Methoden kennengelernt oder einfach viel, viel selbstständiger gearbeitet und das war schon sehr gut. An dieser Stelle kann man einen Eindruck vom Platz gewinnen und sich der damaligen Zeit bewusst werden. Die Bank ist mit einer Kranzablagestelle und einem wichtigen Zitat von Willi Frohwein versehen. Dieses Zitat zeigt die Bedeutung der Menschlichkeit für Willi Frohwein. Diese Stühle zeigen Zitate von Willi Frohwein. Sie beschäftigen sich mit seiner Zeit im Konzentrationslager. Die Sitzflächen sind mit QR-Codes bedeckt. Über diese gelangt man zu Aufnahmen von Willi Frohweins Zeitzeugengesprächen. Hier soll in Zukunft der Weg von Willi Frohwein nach empfunden werden können, um einen geografischen Überblick von seinem Leben zu erhalten. Die Beetkanten sind mit weiteren Zitaten von ihm bedeckt. Der existiert auch schon viel, viel länger, also der Name des Platzes. Nur war das halt immer so ein Platz, also wir sind da, wenn wir zum Sport gefahren sind, einfach nur rübergefahren. Und der wurde halt nicht wahrgenommen. Das war halt so ein Stückchen Platz, der halt in Babelsberg war. Und deshalb wurde der umgestaltet, um das nochmal, also um die Bedeutung sozusagen hervorzuheben. Nach zwei Stationen vom Potsdamer Hauptbahnhof Richtung Berlin erreichen wir den S-Bahnhof Griebnitzsee. Unser Ziel liegt von hier ca. 5 Minuten Fußweg entfernt. Auf geht's! Nach einem kurzen Spaziergang durch die ruhige Villensiedlung in Potsdam-Babelsberg erreichen wir den Hiroshima-Nagasaki-Platz. Straßen und Plätze mit Hiroshima im Namen sind über ganz Deutschland verteilt. Viele haben dabei keinen Bezug zur Geschichte. Nicht so der Hiroshima-Nagasaki-Platz in Babelsberg. Es gibt einen klaren historischen Bezug. Im Hintergrund direkt gegenüber dem Platz sehen wir diese schöne Villa. Sie spielt eine wichtige Rolle, diesen Ort historisch zu machen. Denn während die Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945 stattfand, hielt sich hier der damalige US-Präsident Harry S. Truman auf. Auch weitere Funktionäre wie der Außenminister, der Kriegsminister und Generäle der Vereinigten Staaten waren zeitgleich in Potsdam. Da somit das US-Machtzentrum in Potsdam war, wurde das Haus zu der Zeit ein kleines weißes Haus genannt. Am 25. Juli soll der militärische Befehl zum Abwurf der Atombomben von hier genehmigt worden sein. Am 6. und 9. August wurden infolge dieses Befehls Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Aus diesem Hintergrund wurde hier am 25. Juli 2010 ein Denkmal errichtet, das an die Geschichte der Atombombenabwürfe und deren Opfer erinnern soll. Wenn man vor dem Denkmal steht, sieht man genau in einer Linie hinter dem Denkmal das Truman-Haus. Der ganze Komplex wurde als Hiroshima-Nagasaki-Gedenkort benannt.
Das Denkmal besteht aus einem großen Stein und einer Steinplatte mit Inschriften auf Deutsch, Englisch und Japanisch. Die zwei Steine sind echte verstrahlte Steine, die aus Hiroshima und Nagasaki nach Potsdam transportiert wurden. Der rechte viereckige Stein ist aus Hiroshima, der damals im Straßenbahngleis verlegt war. Der linke runde Stein ist aus Nagasaki. Er lag in einem Shinto-Schrein, als die Bombe fiel und nur ca. 800 Meter entfernt von dem Schrein einschlug. Angefertigt wurde das Denkmal von dem japanischen Bildhauer Makoto Fujiwara. Initiiert hatte es die Bürgerinitiative Hiroshima Platz e.V. Das Vorhaben zur Errichtung des Denkmals wurde komplett durch die private Spenden aus ganz Deutschland und auch aus Japan finanziert. Masao Fukumoto ist eines der Mitglieder vom Hiroshima Platz e.V. und kümmert sich noch heute regelmäßig um das Denkmal. Warum das Denkmal für ihn so eine wichtige Bedeutung hat, erzählt er uns persönlich. In den USA wird immer noch behauptet, dass man mit dem Abwurf der Atombomben viele amerikanische Menschen gerettet hat. Diese Begründung besagt, dass die USA entschieden haben, wer getötet und wer gerettet werden darf. Wer darf das dann entscheiden? Ich glaube, niemand. Aber die USA haben es getan und das Recht zum Leben von Menschen ignoriert. So etwas darf nie wieder vorkommen. Um uns daran zu mahnen, ist der Platz und das Denkmal als Gedenkort da. Für diesen Zweck bietet der Gedenkort aus historischen Gründen eine ideale Bindungskraft und ein passendes Ensemble an, außerhalb von Hiroshima und Nagasaki. Das Denkmal ist aber auch als ein konkurrierender Ort zu bezeichnen. Neben den positiven Reaktionen der Stadt und von Bürgerinnen und Bürgern gab es auch Kritik, sagt Fukumoto. Ein CDU-Bundestagsabgeordneter soll Potsdam kritisiert haben, mit der Begründung, dass das Vorhaben bilaterale Beziehungen zwischen den USA und Deutschland stören. Im Truman-Haus residiert jetzt die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung. Sie hat sich geweigert, mit uns für das Vorhaben zusammenzuarbeiten. Sie will lieber die Straße in Truman-Straße umbenennen lassen. Der ehemalige Geschäftsführer der amerikanischen Industrie- und Handelskammer zu Berlin hat behauptet, dass Potsdam mit dem Gedenkort Japan bei der Geschichtsklitterung hilft und der Gedenkort Japans Kriegsschuld verschweigt. Ich gebe zu, dass wir uns intern mit der Kriegsschuld Japans wenig auseinandergesetzt haben. Ich bedauere sehr, dass Japan die Kriegsschuld nicht anerkennt und sich bisher gegenüber den asiatischen Ländern für den Krieg nicht offiziell entschuldigt hat. Etwa ein Jahr nach der Errichtung des Denkmals wurde der Straßenname von Hiroshima Platz in Hiroshima Nagasaki Platz geändert. Diesen Namen wollte Fukumoto von Anfang an erreichen. Aber es war nicht einfach, den Namen zu ändern. Als Grund sieht er einen Unterschied der Bedeutung des Wortes Hiroshima. In Japan ist Hiroshima schlicht eine der beiden Städte, auf die eine Atombombe abgeworfen wurde. Die europäische Perspektive in Bezug auf Hiroshima sei anders, meint Fukumoto. Hier in Europa denkt man, dass das Wort Hiroshima einen symbolischen Charakter für die Abschaffung von Atombomben hat. Man sagt hier, dass das Wort Hiroshima ausreicht. Ich kann diese Auffassung aber nicht teilen. Es ist für die Einigungskultur wichtig, dass man sich an die beiden Städte Hiroshima und Nagasaki erinnert. Aus diesem Grunde müsste der Platz Hiroshima-Nagasaki-Platz heißen.
Heute ist der Hiroshima-Nagasaki-Platz ein lebhafter Gedenkort. Menschen sitzen auf den Steinen, lesen, sind im Gespräch miteinander oder genießen ein Eis in der Sonne, während Kinder an und auf dem Denkmal spielen. Viele schauen sich aber auch die Inschrift an und sind von der Geschichte des Ortes und der Geschichte Hiroshimas und Nagasakis berührt. Man kann hoffen, dass sie aus dieser Geschichte auch etwas lernen. Dieser größte der barocken Potsdamer Plätze ist nördlich der Altstadt zu finden. Er hat seinen Namen dem ehemaligen Wasserbassin zu verdanken, der das Kernstück des Platzes bildete. Dieser wurde im Zuge der zweiten barocken Stadterweiterung von König Friedrich Wilhelm I. initiiert. Auf dem einst sumpfigen Gebiet wurde zwischen 1737 und 1739 mit Hilfe eines holländischen Bassins der Platz trockengelegt. Ein Jahr später verstarb der König. Sein Sohn Friedrich II. Stellte seinen Schwerpunkt hinsichtlich der Stadterweiterung nicht auf Wohnquartiere für die wachsende Bevölkerung und die Versorgung des Heeres, sondern in der Verschönerung der Stadt. Der Abfluss des Wasserbassins erfolgte unterirdisch auf dessen östlicher Seite unter dem heutigen Platz der Einheit zurück in die Havel. Aufgrund seines unangenehmen Geruchs und der drohenden Verschlammung wurde er jedoch 1835 verkleinert und zwischen 1871 bis 1876 vollends zugeschüttet. Heute ist der Bassinplatz unter anderem wegen der Bücherverbrennung am 22. Mai 1933 durch verschiedene NS-Jugendorganisationen in Erinnerung geblieben. Unter anderem beteiligte sich die Hitlerjugend, der Bund Deutscher Mädel und die nationalsozialistische Jungarbeiterbetriebszelle daran. Der Mob ging vom Treffpunkt am NSDAP-Parteilokal in der heutigen Hegelallee in einem Fackelzug durch die Stadt und mündete in den Bassinplatz, wo die verbotene Literatur aus privaten Haushalten und Schulen öffentlich auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Im Mai letzten Jahres hatte Stadtpräsident Peter Heuer aus der SPD einen Gedenkort an demselbigen Ort vorgeschlagen, doch der Vorschlag setzte sich zunächst nicht durch. Jetzt steht jedoch fest, dass mit der Zustimmung der Stadtverordneten doch ein diesbezüglicher Gedenkort im Jahr 2023 eingeweiht werden soll. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 wurde nach der schwer erkämpften Einnahme Potsdams durch sowjetische Soldaten die erhaltene Gloriette auf dem Bassinplatz abgerissen, um einen sowjetischen Soldatenfriedhof für 383 Armeeangehörigen zu weichen. Die verschiedenen Gräber zeigen, welchen Rang der Verstorbene hatte. Die Sterbedaten nach 1945 weisen nicht unbedingt auf den Todeszeitpunkt des Verstorbenen, sondern können auch auf dessen Umbettung hindeuten. Die zentrale Lage des Friedhofs kann als Mittel der moralischen Erziehung der besiegten deutschen Bevölkerung interpretiert werden, um dieser vor Augen zu halten, welches Opfer die Rote Armee für den Kampf und Sieg über den deutschen Faschismus erbracht hat. Blickfang des Friedhofs ist das 14 Meter hohe Obeliskendenkmal aus dem Jahr 1948. Dieser wird von 4 Plastiken von Rotarmisten umringt. Einen Wachsoldaten, einen Panzerfahrer, einen Marineinfanteristen und einen Piloten. Alljährlich werden zum Kriegsende am 8. Mai Blumen dort niedergelegt und Gedenkveranstaltungen abgehalten. Die Bundesrepublik ist aufgrund internationaler Verträge in der Pflicht, die Kriegsgrabstätte zu erhalten. Außerdem steht der sowjetische Ehrenfriedhof seit 1987 unter Denkmalschutz. Heute prägen vor allem die französische Kirche und die katholische Kirche St. Peter und Paul das Erscheinungsbild des Platzes, auf dem regelmäßig ein Wochenmarkt stattfindet. Der im Volksmund genannte Bassi steht heute für Zusammenkünfte und ein friedliches Miteinander.
Das manifestiert sich in den übermäßig friedlichen politischen Veranstaltungen, Demonstrationen, sportlichen Events sowie Musik- und Kulturveranstaltungen. Am 14. April 1945 erklangen die 40 Glocken des bekannten historischen Glockenspiels der Garnisonskirche in Potsdam ein letztes Mal, bevor es in einer Bombennacht zerstört wurde. Der Oberstleutnant Max Klar der Bundeswehr in Iserlohn initiierte im Sommer 1984 eine Spendenaktion für den Nachbau von 9 der 40 Glocken des Glockenspiels. Seine Intention war es, die Tradition preußisch-deutschen Soldatentums lebendig zu halten. Seine Aktion hatte großen Erfolg und stieß vor allem auf großen Zuspruch bei ehemaligen Wehrmachtsangehörigen. In die Nachbauten wurden Widmungen eingegossen, welche verschiedene Wehrmachtstruppenteile würdigen. Bereits Ende 1984 konnten erste Teile des neuen Glockenspiels in der Bundeswehrkaserne in Iserlohn eingeweiht werden. Kurze Zeit später gründete sich die Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel, welche sich das Ziel setzte, das gesamte Glockenspiel neu zu errichten. Außerdem setzte man bereits darauf, im Fall einer Wiedervereinigung das Glockenspiel der Stadt Potsdam zu übergeben und damit zum Wiederaufbau der Garnisonskirche beizutragen. Über 1000 Gäste kamen im April 1986 zur Einweihung der Erweiterung des Glockenspiels. 7 neue Glocken wurden den ehemaligen deutschen Ostgebieten gewidmet und zeigten Karten Deutschlands in den Grenzen von 1937. Weitere Glocken wurden unter anderem wieder mit Widmungen für Wehrmachtstruppenteile versehen. Im Sommer 1987 wurden noch einmal weitere Glocken eingeführt und damit der Wiederaufbau abgeschlossen. Zur Einweihung am 17. Juni fanden sich knapp 2000 Gäste in Iserlohn zusammen. Auch dieses Mal gab es mehrere Widmungen an die Wehrmachtsoffiziere und Soldatenvereine. Unmittelbar nach dem Mauerfall sah die Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel ihre Möglichkeit, ihr anfängliches Ziel zu erfüllen und begann mit ihren Bemühungen, das Glockenspiel der Stadt Potsdam zu schenken und für den Wiederaufbau der Garnisonskirche zu werben, sowie Spenden dafür zu sammeln. Am 14. April 1991, 46 Jahre nach der Zerstörung, übernahm die Stadt Potsdam das Glockenspiel und es wurde auf der Plantage eine Freifläche unmittelbar neben dem historischen Standort der Garnisonskirche aufgebaut. Bereits im Dezember des Vorjahres hatte der Pfarrer der Heiligkreuzgemeinde Stadt und Land vor dem nationalkonservativen Geschichtsverständnis von Max Klar gewarnt. Dennoch wurde das Glockenspiel im März 1991 von Iserlohn nach Potsdam überführt. Der Potsdamer Oberbürgermeister verkündete jedoch, dass die Darstellung der Deutschlandkarte mit den Grenzen von 37 bei dem Polieren der Glocke bereits entfernt worden sei. Auch einige Widmungen wurden nach der Aufstellung des Glockenturms abgeschliffen. Wie seit 1797 erklang jetzt wieder zu jeder vollen Stunde die Melodie »Lobe den Herrn« und zu jeder halben Stunde das Lied »Üb immer Treu und Redlichkeit«. In den kommenden Jahren kam es immer wieder zu Protestaktionen und künstlerischen Interventionen gegen das Glockenspiel, da viele Inschriften als problematisch empfunden wurden. So wurde beispielsweise 1996 ein Plastikband mit Hakenkreuzen um das Glockenspiel gewickelt. Oder 2003 wurden Glocken mit Bauschaum ausgefüllt. Als 100 KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen und ArchitektInnen in einem offenen Brief 2019 auf die revanchistischen, rechtsradikalen und militaristischen Inschriften hinwiesen, entschloss Potsdams Oberbürgermeister im September 2019 das Glockenspiel abzuschalten. Dagegen wurde wiederum von Vertreterinnen des Kirchenchors der Nikolaigemeinde, der Initiative Potsdam Mitteschön und von CDU und AfD protestiert, da diese die Kritik an den Inschriften für substanzlos hielten. 2020 wurde das ZZF mit einem Gutachten zum Glockenspiel und den Inschriften beauftragt. Dieses empfiehlt abschließend, das Glockenspiel zu musealisieren, da der Nachbau, die Inschriften, die Übertragung nach Potsdam und schließlich die öffentliche Diskussion bereits wieder Teil der Zeitgeschichte ist. Wir befinden uns nun auf dem Friedhof in der Goethestraße in Potsdam-Babelsberg, der 1881 errichtet wurde.
Als Ort des Gedenkens, der Einkehr und der Trauer wird auf Friedhöfen Verstorbenen gedacht. Dabei erfüllen Friedhöfe individuelle und kollektive Funktionen. Durch die zwei verheerenden Weltkriege im 20. Jahrhundert finden sich vor allem im europäischen und deutschsprachigen Raum auf einer Vielzahl von Friedhöfen Kriegsgräberanlagen und Gedenksteine, die an die Opfer der beiden Weltkriege erinnern sollen. Hierbei galt das Gedenken in der Regel den in den Kriegen umgekommenen Soldaten, der beteiligten Nationen, aber auch teilweise den zivilen Opfern. Auf dem Friedhof in der Goethestraße befindet sich ebenfalls eine solche Kriegsgräberanlage für die Opfer des Ersten Weltkrieges und eine für die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Die Kriegsgräberstätten stehen hier für das Gedenken an die gefallenen deutschen Soldaten. Neben diesen Kriegsgräberstätten wird auf dem Babelsberger Friedhof ebenso den Opfern eines Bombenangriffs im April 1945 sowie einzelnen gefallenen Soldaten gedacht. Opfern der gewaltvollen NS-Diktatur hingegen wird für gewöhnlich an den Orten gedacht, die im Zusammenhang mit der massenhaften Ausbeutung und organisierten Vernichtung von Leben stehen. Dies sind meist Gedenkstätten, die in ehemaligen Vernichtungs-, Konzentrations- und Zwangsarbeiterlagern entstanden. Aufgrund der großen Zahl von Opfern ist dort ein individuelles Gedenken kaum möglich und ähnlich wie bei Kriegsgräberstätten bilden die Gedenkanlagen das kollektive Gedenken an die jeweiligen Opfergruppen ab. Auf dem Friedhof in der Goethestraße jedoch befindet sich auch eine Stele, die seit mehreren Jahrzehnten an die Zwangsarbeiterinnen aus Polen, der Sowjetunion, Frankreich und den Niederlanden erinnert, welche während ihres erzwungenen Aufenthalts in Potsdam ums Leben kamen. Mehr als 10.000 Menschen mussten in den Kriegsjahren in nahezu allen Betrieben in der Stadt Zwangsarbeit leisten. Eines der Unternehmen, welches die meisten Zwangsarbeiter für sich arbeiten ließ, war die Arado Flugzeugwerke GmbH, die mehrere Lager für Zwangsarbeiterinnen in Potsdam-Babelsberg errichteten. Insgesamt gab es in Potsdam rund 70 Zwangsarbeiterlager, von denen kaum noch Spuren in der Stadt zu finden sind. Auf der Vorderseite der Stele, die momentan zur Restaurierung in einer Steinmetzwerkstatt steht und ab Juli 2021 voraussichtlich wieder auf dem Friedhof zu sehen ist, steht geschrieben: Mit der Durchsetzung der nationalsozialistischen Expansionspolitik während des Zweiten Weltkriegs wurde der deutschen Industrie der ungehinderte Zugriff auf ausländische Arbeitskräfte möglich, die je nach ihrem Herkunftsland einem ausgeklügelten System von sonderrechtlichen Bestimmungen unterworfen waren, mit denen ihre Rechte und Freiheiten beschnitten wurden. In den Potsdam-Babelsberger Betrieben mussten auf dem Höhepunkt des Einsatzes ausländischer Arbeitskräfte 1943-1944 etwa 7.000 Frauen und Männer Zwangsarbeit leisten. Die meisten dieser Arbeitskräfte kamen aus Polen, den Ländern der Sowjetunion, Frankreich und den Niederlanden. Auf der zweiten Seite der Stele sind die Namen von 25 Zwangsarbeiterinnen und ein Verweis auf 8 unbekannte Tote aufgeführt. Zu ihnen zählen unter anderem Andrei Bokolov, Falkov, Larion Fessak, Josef Gaschow, Wladimir Jegele, Vassili Koshin, Lana Stoknuschenko und Nina Sitashovich. Aufgrund der harten Arbeit und den schlechten Lebensbedingungen starben viele der Zwangsarbeiterinnen in den Lagern. Auf den Friedhöfen finden sich viele namenslose Gräber von Zwangsarbeiterinnen. Die meisten Verstorbenen jedoch wurden einfach verscharrt. Die auf der Stele verewigten verstorbenen Zwangsarbeiterinnen kamen während des Luftangriffs auf die Stadt Potsdam in der Nacht vom 14. zum 15. April 1945 ums Leben. Die Stele in Gedenken an die verstorbenen Zwangsarbeiterinnen stellt deswegen eine Besonderheit dar, weil es zum einen einer der wenigen Orte in Potsdam ist, an dem an die Zwangsarbeiterinnen namentlich und nicht nur anonym gedacht wird, und zum anderen, weil die Stele in direktem Sichtfeld zum Gedenken an die gefallenen Soldaten und Zivilisten aufgestellt ist und der Friedhof damit als Ort der Begegnung der Erinnerung an mehrere unterschiedliche Opfergruppen bezeichnet werden kann. Wir stehen an der Glienicker Brücke, über die die Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg verläuft. Vor rund 350 Jahren, als einfache Holzbrücke für den Adel der Region erbaut, weist die Brücke eine wechselhafte und spannungsvolle Geschichte auf. In den rund 350 Jahren ihres Bestehens wurde die Brücke, die über die Havel verläuft, viermal ab- und aufgebaut und veränderte ihr Aussehen. 1834 wurde aus dem hölzernen Gerüst eine Steinbrücke, die vom preußischen Hofarchitekten Karl Friedrich Schinkel entworfen wurde. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch wurde deutlich, dass die Brücke vor allem wegen des steigenden Verkehrsaufkommens in der Gegend durch eine stabilere Konstruktion ersetzt werden muss. 1906 wurde mit dem Neubau einer Fachwerkbrücke begonnen. An den Enden der Brücke wurden steinerne Statuen und Kolonnaden an der Potsdamer Zufahrt errichtet. Mit dem Umbau zur Stahlkonstruktion erhielt die Glienicker Brücke den neuen Namen Kaiser-Wilhelm-Brücke,
Die Brücke und die Gegend um die Havel entwickelte sich mit den Jahren immer mehr zum Ausflugsziel. Durch den Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört, entwickelte sich die Klinikerbrücke in den Jahren der deutsch-deutschen Teilung zum Symbol des Kalten Krieges. Mitten auf der Brücke verlief die Grenze zwischen West-Berlin und der DDR. 1949 wurde sie restauriert und erhielt durch die DDR-Regierung zynischerweise den Namen Brücke der Einheit, obwohl sie spätestens seit 1952 immer unpassierbarer wurde. Denn in diesem Jahr wurde die Brücke für den Autoverkehr gesperrt und Westberliner und Westdeutsche konnten nur noch mit einer Sondergenehmigung die Brücke überqueren. Mit dem Mauerbau 1961 konnten auch die DDR-Bürger die Klinikerbrücke nicht mehr passieren. Vor allem in der westdeutschen Erinnerung und der der Alliierten avancierte die Brücke in den Jahren zwischen Mauerbau und Mauerfall zum Dreh- und Angelpunkt des Spionagekrieges zwischen der USA und der Sowjetunion. Dreimal wurden auf der Klinikerbrücke Spione der Mächte des Kalten Krieges ausgetauscht. Durch die filmische und literarische Aufarbeitung der Austauschaktion erlangte die Brücke schnell ihren Ruf als Bridge of Spies. Auch Fluchtversuche ereigneten sich auf der Brücke. Zu den bekanntesten zählt der Grenzdurchbruch Richtung West-Berlin mit einem gestohlenen LKW am 11. März 1988. Mit dem Mauerfall 1989 war die Klinikerbrücke ab dem 10. November 1989 nach rund 40 Jahren wieder für jeden geöffnet und passierbar. 1990 wurde die Brücke durchgreifend restauriert und 1992 unter Denkmalschutz gestellt. Heute erinnern an die bewegte Geschichte der Brücke drei Denk- bzw. Mahnmale. Ein Metallband in der Mitte der Brücke als Symbol für den Grenzverlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze sowie eine Gedenktafel und eine Bronzeplastik sollen die Bedeutung der Brücke für die deutsche Teilungsgeschichte symbolisieren. Seit dem 10. November 1999 soll die Bronzeplastik Nike 89 von Wieland Förster, die neben der Klinikerbrücke auf der Potsdamer Seite in die Luft ragt, als Symbol des Sieges und des Friedens an die Wiedervereinigung erinnern. Die an dem nördlichen Zugang auf der Berliner Seite angebrachte Berliner Gedenktafel hingegen mahnt und ruft die Erinnerung an die unpassierbare Brücke wach. Die von 1904 bis 1907 errichtete Klinikerbrücke wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und 1949 als Brücke der Einheit wiedereröffnet. Die Machthaber der DDR, die ihr diesen Namen gaben, verhinderten jahrzehntelang die Einheit Deutschlands. Nach dem Mauerbau 1961 durfte die Brücke nur noch von alliierten Militärs und Diplomaten passiert werden. Durch die friedliche Revolution in der DDR ist die Klinikerbrücke seit dem 10. November 1989 wieder für jedermann offen. Hier treffen also zweierlei Erinnerungen aufeinander. Die Klinikerbrücke als Erinnerungsort der Teilungsgeschichte stellt in der Erinnerungskultur also sowohl einen Ort der Mahnung als auch ein Symbol für die friedliche Revolution dar. So, ich möchte Sie jetzt aber erstmal ganz offiziell begrüßen und zwar hier zum Schluss, fast zum Abschluss der Tagung zur Podiumsdiskussion über Gedenkstätten als den Ort, ich würde ihn jetzt mal nennen, konzentrierter Erinnerung und konzentrierten Gedenkens. Und damit habe ich schon einen ersten Konfliktfeld angesprochen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, erinnern oder gedenken. Und ich nehme an, dass wir diese beiden Begriffe vielleicht in der Diskussion später auch noch mal aufgreifen, warum ich mich eigentlich nicht entscheiden kann, welchen Begriff ich hier aufnehme. Ich führe es auch dementsprechend erstmal fort. Also Gedenkstätten bieten den Raum für Erinnerung und für Gedenken. Sie unterstützen beides mit eigenen Angeboten. Sie lassen aber auch Raum für individuelle Zugänge. Daraus ergeben sich dann verschiedene Formate, die manchmal auch in Konkurrenz zueinander treten können und dann auch zu Konflikten führen können. Konflikte um die Deutungshoheit vor Ort und Identitätskonflikte. Konfliktfelder, die wir hier jetzt auf der Tagung in den letzten zwei Tagen ausgemacht haben, drehten sich um die Fragen, wer wird eigentlich erinnert, beziehungsweise wem wird gedacht? Also wem gedacht, welche Opfergruppen, wer erinnert, werden nur Opfer erinnert, werden auch Täter, Mitläufer erinnert, wie stehen die in Verbindung? Dann, wie und womit wird erinnert? Welche Formate gibt es eigentlich? Also Ausstellungen, Rituale, Gesten, Tafeln, Denkmäler wurden in verschiedenen Runden hier angesprochen.
Dann auch die Frage, wer vermittelt denn eigentlich? Wer sind diejenigen, die Akteure vor Ort, die Pädagoginnen, die Kuratorinnen, die Historikerinnen, die Zeitzeuginnen? Wer vermittelt eigentlich und wie stehen die im Zusammenhang miteinander? Und dann noch in einem Workshop gestern nochmal den Punkt, den hatte ich vorher gar nicht so aufgegriffen, aber wann wird gedacht? Welche Gedenktage greift man eigentlich auf? Was ist mit so einem Tag wie dem 23. August? Wie kann der aufgegriffen werden oder nicht? Und auch da wieder, welche individuellen Gedenktage, individuell persönlich, individuell jeweils für die Gedenkstätte, steht dann in Konkurrenz zu den europäischen Gedenktagen? Und dann die Gruppe, wer erinnert vor Ort? Also wem wird eigentlich sozusagen vermittelt? Das bezieht sich auf die Besucherinnengruppe, die ja inzwischen auch, also nicht inzwischen, die natürlich immer sehr heterogen war, aber jetzt würde ich sagen, wird auch von Gedenkstättenmitarbeiterinnen und Historikerinnen von uns sozusagen stärker darauf auch geachtet, wie kann mit dieser sehr diversen Besucherinnengruppe eigentlich umgegangen werden? Und eventuell geht auch diese Besucherinnengruppe, steht dann untereinander. Die ist nicht eine Gruppe, sondern die verschiedenen Gruppen in Konkurrenz zueinander. Und darauf aufbauen dann, wie können diese Konflikte, ich hoffe, es ist nicht so laut, ich muss hier das Fenster aufhaben, sonst ersticke ich in diesem Raum, wie können die Konflikte, die sich vielleicht in diesen verschiedenen Bereichen ergeben, aufgelöst oder produktiv genutzt werden? Also müssen diese Konflikte eigentlich immer irgendwann gelöst werden und dann sind wir alle wieder gut miteinander? Oder kann man die Konflikte auch nutzen und produktiv nutzen? Um diesen Themen jetzt noch einmal intensiv nachzugehen, haben wir drei Gäste eingeladen, die sich alle sehr praktisch, also sowohl praktisch als auch theoretisch mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Und ich stelle sie jetzt einfach der Einfachheit halber alphabetisch nacheinander vor und fange mit Insa Eschebach an, die uns allen bekannt ist als langjährige Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück. Aber aktuell, oder sie ist von Haus aus Religionswissenschaftlerin und Publizistin und als solche lehrt sie jetzt wieder oder jetzt lehrt sie auch oder vor allen Dingen am Institut für Religionswissenschaften an der FU. Sie hat zahlreiche Texte zu den Themen Frauen- und Geschlechtergeschichte herausgegeben und verfasst und, sowohl, und darüber hinaus über Geschichte und Nachgeschichte von Konzentrationslagern. Für uns aber jetzt besonders wichtig ist natürlich sind ihre Arbeiten über Rituale des Gedenkens und über die, jetzt nenne ich es doch, deutsche Erinnerungskultur, auch wenn sie das vielleicht selber nicht so bezeichnen würde. Dann komme ich zu Thomas Scharschmidt. Das ist mein Kollege aus dem Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Er ist von Haus aus Historiker, hat mittelalterliche und neuere Geschichte, Politologie und Germanistik studiert und lehrt jetzt aber im Bereich Zeitgeschichte an der Universität Potsdam. Seine Forschungsinteressen liegen auf modernen Diktaturen und für uns hier aber besonders wichtig den Erinnerungskulturen und der Nachgeschichte des Nationalsozialismus. Und aus den Publikationen möchte ich auf Veröffentlichungen hin über historische Orte verweisen und auf einen Band, der sich nennt Aufarbeitung der Aufarbeitung, was sozusagen nochmal die Metaebene in den Blick nimmt. Und jetzt komme ich noch zu Nora Sternfeld. Sie ist Professorin für Kunstpädagogik an der Hochschule der Bildenden Künste in Hamburg. Sie hat Philosophie studiert und wurde im Bereich Kunst- und Kulturwissenschaften in Wien promoviert. Und ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf zeitgenössischer Kunst, Bildungstheorie, Ausstellung, Geschichtspolitik und Antirassismus. Aus ihren Publikationen möchte ich vor allen Dingen auf Arbeiten zu Gedenkstätten als Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung hinweisen. Und das ist, denke ich mal, ein Thema, was wir später auch noch wieder aufgreifen werden. Vielen Dank an Sie drei, dass Sie sich Zeit genommen haben
mit uns hier heute zu diskutieren und als vor allen Dingen eben, jetzt nenne ich es nochmal, als Expertin der Erinnerungskultur. Meine erste Frage zielt auf die Frage, wem wird gedacht? Und damit auf die Konflikte um sogenannte Opferkonkurrenzen. Damit meine ich sowohl vielleicht bestehende Konkurrenzen der verschiedenen Opfergruppen aus der einen Zeit, also jetzt zum Beispiel aus dem Nationalsozialismus, rassisch Verfolgte, politisch, sexuell Verfolgte oder auch Konkurrenzen nationaler Interessen als dieser Opfergruppen, also Nationalgruppen. Und auf der anderen Seite vielleicht aber auch Opfergruppen verschiedener Zeiten, die in Konkurrenz zueinander stehen. Wie kann eine Gedenkstätte sich bei so vielen Konfliktfeldern, Konkurrenzen eigentlich verhalten? Welchen Raum kann sie dafür bieten und wie kann sie sich selber dabei positionieren oder kann sie nur den Raum bieten und muss sich ansonsten zurückhalten? Das als Einstiegsfrage, die ja, denke ich mal, schon mal ein sehr breites Feld eröffnet. Und starten wir vielleicht direkt mit Insa Eschebach. Ja, vielen Dank, Irmgard, für die Vorstellung und auch für die Fragen. Bloß habe ich den Eindruck, es sind ja gleich mehrere Einstiegsfragen, die du gestellt hast. Und mir ist jetzt im Augenblick noch nicht ganz klar, welche wir jetzt vor allen Dingen priorisieren wollen. Wollen wir über Gedenken sprechen? Wollen wir über die Aufgaben von Gedenkstätten sprechen? Wollen wir über den Umgang mit Opferkonkurrenzen sprechen? Das solltest du vielleicht noch mal kurz sagen. Also ich würde gerne über den Umgang mit Opferkonkurrenzen zum Einstieg sprechen und wie Gedenkstätten damit umgehen können, welchen Raum sie diesen Opferkonkurrenzen bieten, inwieweit sie sich selber darauf einmischen. Also kurz würde ich sagen, die Aufgaben, die Gedenkstätten haben, die sehe ich vor allen Dingen in der Moderatorenfunktion. Also, dass man wirklich Initiativen und wer da kommt, dass man denen Ort und Infrastruktur zur Verfügung stellt, damit sie dann, ich sage jetzt mal so lax, ihr Ding machen können. Paradigmatisch dafür ist der Jahrestag der Befreiung in Ravensbrück. Das ist ein mehrtägiges Event. Da sind dann bis zu 35 Initiativen, die dann Lesungen vor Ort veranstalten oder Grenzen niederlegen oder Podien oder veranstalten, Filme zeigen oder ihre Projekte präsentieren. Und na klar, da kann es tatsächlich zu Konflikten kommen und wir hatten in den letzten Jahren wirklich vermehrt zu tun. Ich glaube, einige von Ihnen wissen das auch, mit sehr drastischen Spannungen zwischen den polnischen nationalistischen Gruppen und eben auch der Antifa. Also das, was wir dann versucht haben als Schlichtung anzubieten, das war ein runder Tisch. Weil ich denke, das ist noch die beste Möglichkeit, diese Aushandlungsprozesse dann auch zu organisieren. Also soweit erstmal. Ich will jetzt hier nicht monologisieren, aber das ist jetzt erstmal der erste Punkt, also Stichwort Moderatorenfunktion. Mhm. Von den beiden anderen vielleicht noch die Anmerkungen dazu. Thomas Scharschmidt? Also ich würde jetzt ganz historisch argumentieren, dass in der Breite aller verfolgten Gruppen in Gedenkstätten gedacht wird und sie an sie erinnert wird, in Ausstellungen, in Gedenkrituren, ist ja einer langen Entwicklung geschuldet. Also auch Gedenkstätten haben ja bestimmte thematische Schwerpunkte, blenden damit einzelne Opfergruppen aus. Also wir brauchen bloß an die Auseinandersetzung um Widerstand in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zu denken. Mittlerweile würde ich sagen, es ist Standard für Gedenkstättenausstellungen, dass sie eben sehr inklusiv sind und versuchen, aller Opfergruppen zu gedenken. Von daher ist das eigentlich erst eine neue Entwicklung. Das finde ich dadurch sind sie auch was zum Referenzpunkt. Und das andere läuft parallel. Ich meine, was Insa gesagt hat, dass es eben dann am selben Ort Deutungskonflikte gibt, um sich auch in diesem Ort als Opfergruppe zu präsentieren. Von der Intention der Gedenkstätten her, also gerade wenn man sich die neueren Ausstellungen anschaut,
ist ja gerade der Versuch da, Möglichkeiten zu schaffen, dass dieses Gedenken nebeneinander stattfindet und jede Opfergruppe sich auch wiederfindet. Frau Sternfeld, möchten Sie da noch ergänzen? Ja, ich finde das alles so ein bisschen schwierig und ich bin so froh, dass wir eben eine Form finden, das auch so drüber zu reden. Also ich frage mich mit dieser Opferkonkurrenz. Also offensichtlich haben wir es mit Konflikten zu tun, die sind nicht vom Tisch zu wischen. Die Frage ist, wie wir sie verstehen können, weil einerseits wissen wir natürlich, dass wenn wir Opferkonkurrenz sagen, haben wir es A, nicht mit Identitäten zu tun, die dieselben sind wie diejenigen, die Nazis aus den Leuten gemacht haben und die heute sich organisieren, um Forderungen zu stellen. Also das sind einfach nicht dieselben. Deshalb finde ich es überhaupt schon ganz schwierig, das Identität zu nennen, weil ich gar nicht weiß, was da so ganz mit sich identisch ist oder was mit wem, was mit was identisch ist. Ist es identisch mit dem, wozu die Nazis Leute gemacht haben? Oder ist es identisch mit dem, wie sich Leute selbst subjektivieren, wenn sie fordern? Und beides ist natürlich auch ganz unterschiedlich, weil Nazis haben Homosexuelle zu Homosexuellen gemacht und nicht ihre Nachfahren sind die sogenannten Opfergruppen, sondern andere Homosexuelle heute, die sich politisch subjektivieren, um für eine Erinnerung zu kämpfen, die mit ihrer Familie jetzt nichts zu tun hat. Und in anderen Fällen aber sind es die Nachkommen der Ermordeten und Überlebenden. Das heißt, wir haben es mit einem viel heterogeneren Zusammenhang zu tun, als es scheinen mag, wenn von Identität oder Opferkonkurrenz die Rede ist. Und das finde ich schon wichtig, weil man das natürlich einerseits mit den Leuten besprechen muss, die fordern, und andererseits auch für sich selbst eine Position finden muss als Gedenkstätte. Und um diese Position wird ja auch gerungen. Also die können Gedenkstätten natürlich nicht abgeben, weil das ist die Basis der Konflikte, um die gerungen wird. Also die Frage, wie wird heute was erinnert? Und wer spricht und so weiter. Diese Frage, die gilt es auch anzunehmen als eine zu verhandelnde. Und letztlich geht es darum, wird gekämpft darum, wie sich die Gedenkstätte positioniert. Und daher ist die Frage, welche Position kann eine Gedenkstätte innerhalb dieses umkämpften Raumes einnehmen und mit welchen Mitteln nimmt sie diese Position ein? Und das Dritte ist, und deshalb finde ich das halt ein bisschen so auch eine leichte Sache, das zu einer Identität zu machen, die Opfer miteinander in den Ring gehen zu lassen, wobei wir gar nicht wissen, wer gegen wen und wer ist das überhaupt. Und drittens, sich eben von Inklusion zu sprechen. Das wäre mein dritter Punkt überhaupt, nämlich ich frage mich eben auch, was ist eine inklusive Gedenkstätte? Inklusiv in was? In die Verbrechensgeschichte, in den Erinnerungskontext. Wer soll da wohin inkludiert werden? Und sollten wir nicht eher mit Max Czollek auch von Desintegration sprechen und nicht von Inklusion? Oh, da haben Sie jetzt gleich nochmal weitere Themen aufgemacht. Ich würde gerne nochmal zurückgehen, welche Rolle oder welche Position in eine Gedenkstätte denn eigentlich einnehmen können. Und nochmal zu Insa, ist die Frage oder die Position, naja, wir sind vor allen Dingen Moderatorinnen oder die Gedenkstätten haben eine Moderatorinnenrolle und halten sich ansonsten eher zurück und bieten den Raum und versuchen zwischen verschiedenen Positionen zu vermitteln. Kann das wirklich sein? Können sich Gedenkstätten so weit rausziehen? Müssen sie nicht doch auch Positionen beziehen? Ja, das ist eine gute Frage und ich würde eigentlich da gerne nochmal zu Nora Sternfeld kommen, weil mir eine Sache sehr, sehr gut gefallen hat, die Sie geschrieben haben zu Aufgaben von Gedenkstätten. Sie haben nämlich sehr klargeistig, wenn ich das so sagen darf, unterschieden zwischen zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe besteht darin, herauszufinden, was gewesen ist, also die faktenbasierte Ebene, die wir auch in den Ausstellungen präsentieren.
Und die zweite Ebene ist, was bedeuten diese Fakten heute? Also das fand ich sehr schön von Ihnen herausgearbeitet. Im Übrigen, mal abgesehen von der Arbeit der Gedenkstätten insgesamt, könnte man auch ein bisschen die Prozesse des Gedenkens in dieses Spannungsfeld setzen. Im Gedenken geht es immer einerseits darum, zu sagen, was war, aber eben vor allen Dingen, und da kommt diese normative Ebene auch mit rein, die das ganze Feld des Gedenkens so schwierig macht, eben was bedeutet es für die Gegenwart? Und da ziehen die Leute zum Teil recht unterschiedliche Schlüsse daraus. Und es ist natürlich irgendwann richtig, dass zu irgendeinem Punkt Gedenkstätten sich positionieren müssen, wobei ich der Auffassung bin, man soll den Raum so breit wie möglich halten und sich zurückhalten und sagen wir mal, vor allen Dingen ein Forum sein für Debatte, für Gespräch, auch für Kontroverse. Aber ich möchte gerne mal kurz, wenn ich das darf, ein Beispiel erzählen, wo ich selber wirklich nicht mehr wusste, wie ich mich positionieren sollte oder beziehungsweise wie wir uns dann positioniert haben, ob es wirklich 100% richtig war. Und das ist dieses Beispiel der Streitkräfte, der polnischen nationalen Streitkräfte. Im Polnischen ist das Kürzel NSZ. Das war eine sehr nationalistische und auch sehr stark antisemitische Gruppe, also ein militärischer Verbund der polnischen Streitkräfte, die im militärischen Untergrund gearbeitet haben im Zweiten Weltkrieg und auch während des Zweiten Weltkrieges wie auch anschließend zum Judenmord aufgerufen haben. Nun ist vor einigen Jahren herausgekommen, dass aus diesem Verband NSZ zwei Frauen, zwei Aktivistinnen in Ravensbrück inhaftiert waren. Das war Jahre und Jahrzehnte unbekannt, aber jetzt im Rahmen der polnischen Renationalisierung, wo eben auch in Ravensbrück vermehrt polnische Gruppen auftreten, traten denn 2018 eben auch polnische Besucher hervor, die Armbinden und Fahnen des NSZ, dieses Verbandes, trugen. Und zwar mit dem Anspruch, ihre Angehörigen ehren zu wollen. Und das ist natürlich, hat auf eklatanten Widerspruch gestoßen, nicht nur der jüdischen Gemeinde, das ist ja völlig verständlich, auch von der Antifa und von vielen anderen Leuten. Und wir fanden das auch unmöglich. Aber nun sind wir es, die sagen können, welcher Häftlinge darf gedacht werden, an welche Häftlinge darf man erinnern, oder gibt es auch Haftgruppen in Ravensbrück, die eigentlich nicht erwähnt werden dürfen, weil sie sozusagen auf der falschen Seite standen. Darf diesen zwei Frauen sozusagen keine Ehrung zuteil werden? Wir haben uns dann entschlossen, und das ist die Positionierung, über die wir hier jetzt reden, wir haben uns dazu entschlossen, das Zeigen von NSZ-Symbolen zu verbieten, weil es eben auch ein aktuell noch agierender Verband ist. Das war jedenfalls eine Begründung. Aber trotzdem habe ich mich sozusagen, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause kam, hier immer doch gefragt, Mensch, bin ich jetzt diejenige, die zu entscheiden hat, wem gedacht werden darf, ja, in Ravensbrück? Sind wir dazu berechtigt eigentlich, das zu tun, sagen, nein, dieser Frauen darf nicht öffentlich gedacht werden, obwohl sie auch das gleiche Schicksal wie die anderen Häftlinge eigentlich in Ravensbrück erlitten hatten. Also das würde ich hier gerne mal zur Diskussion stellen. Ja. Und letztendlich ist es aber doch, wenn wir nochmal auf eine längere Entwicklung gehen, ist es doch aber schon immer so gewesen, dass im Endeffekt die Gedenkstätten bestimmen, wem dort gedacht wird. Auch wenn Thomas Scharschmidt jetzt eben darauf verwiesen hat, dass inzwischen die Gedenkstätten sich stärker geweitet haben oder in ihrer Aufgabe und versuchen, alle Opfergruppen aufzunehmen, ist das ja eine Entwicklung, die man nicht so von Anfang an sehen kann. Und dementsprechend ist schon eine gewisse Zeit gab oder ja, allein durch ihre Arbeit, durch die Ausstellung, durch die Tafeln, die aufgestellt werden, die Denkmäler, seid ihr vor Ort oder sind Gedenkstätten vor Ort ja diejenigen, die dann entscheiden und damit sich auch Kritik gefallen lassen müssen. Aber eigentlich wollte ich ja moderieren und nicht selber mitdiskutieren. Dementsprechend lieber die Frage nochmal weiter an die anderen.
wie ihr die Moderatorenrolle seht, beziehungsweise wie Sie die Moderatorenrolle sehen. Thomas? Das sind ja auch schon Anmerkungen. Genau an der Frage, was ist Erinnern, was ist Gedenken, was wird in Ausstellungen gezeigt und kann dort auch sehr differenziert gezeigt werden. Da würde ich sagen, das ist, wenn jetzt nationalistische Kräfte des polnischen Widerstandes dokumentiert werden, kann man das ja in dieser differenzierten Form in der Ausstellung machen. Schwierig ist es dann, wenn wir zu dem Gedenken kommen, was ja einen stärkeren normativen Charakter trägt. Und mir stellt sich jetzt die Frage, weil von Peter Raustein jetzt gerade im Chat auftaucht, da sind ja auch noch Beiräte, die mitentscheiden. Naja, also ich meine, ja, lebt das ja in Ravensburg auch, dass Gedenkveranstaltungen dann sehr schnell auch eine Eigendynamik bekommen. Und da wäre dann für mich wirklich die Frage, wie man das steuern kann. Ich meine, Extremfall in einer ganz anderen Richtung sind rechtsextreme Gruppen, die in Gedenkstätten auftauchen und dort versuchen, ihre Position irgendwie deutlich zu machen. Ich meine, da gibt es ganz klare Grenzen und Spielregeln, während ja das, was jetzt zu den Gedenkfeiern in Ravensburg passiert, glaub, vielleicht gar nicht so klar zu steuern ist. Was jetzt hier normativ heißt, finde ich auch interessant. Ich weiß nicht, wie alle zu normativ stehen, aber was jetzt hier normativ heißt, wird, denke ich, meint auch politisch. Also darf eine Gedenkstätte eine politische Aufgabe haben? Und ich würde sagen, ja, natürlich. Also eine Gedenkstätte hat, wenn wir darüber reden, dass die Gedenkstätte diese Aufgabe hat, einerseits sich damit auseinanderzusetzen, was geschehen ist, und andererseits ein Verhandlungsraum dafür zu sein, was es für die Gegenwart bedeutet, dann ist es in beiden Fällen so, dass das nicht ohne politische Positionierung stattfinden wird. Das heißt nicht, dass wir nicht hören müssen, was geschieht, was Teil der Demokratie ist, zu verstehen, dass in Auseinandersetzungsprozessen es keine neutrale Position gibt. Jede Position ist parteiisch. Das heißt nicht, dass wir uns nicht hören können. Im Gegenteil. Bedingung der Möglichkeit, dass wir uns hören können, ist vielleicht auch offen zu legen, dass eine parteiische Position besteht. Und eben keine neutrale Moderatorinnenrolle, weil eine Gedenkstätte mit einer Aufgabe kommt, und das meine ich jetzt eben nicht nur normativ, sondern tatsächlich auch politisch. Und die würde ich auch ähnlich wie bei zum Beispiel freien Radios. Ich finde, es ist nicht undemokratisch zu sagen, das ist ein Raum, der sich selbst als antifaschistisch versteht, vor dem Hintergrund der Geschichte, in dem Antisemitismus, Sexismus, Rassismus keinen Raum haben. Und wenn ich das vorher für mich definiere, und das können Sie jetzt sagen, ist eben normativ, ich würde eben sagen, es ist eine parteiische Position, die in der Lage ist, aber trotzdem Verhandlungen auszuhalten, dann sehe ich nicht, was das Problem ist, offen darüber zu sprechen, wer hier war. Also was geschehen ist, klar, hier waren Leute interniert. Was bedeutet es für die Gegenwart? Wir haben einen breiten Verhandlungsraum, aber es gibt etwas, was in diesem Verhandlungsraum keinen Platz hat, nämlich diesen Antisemitismus. Und damit gibt es doch eine klare Antwort auf diese Frage. Also wir sind dem verpflichtet, was geschehen ist. Wir werden nichts, was in unsere Hände gerät wissenschaftlich, verschweigen, weil es uns nicht opportun erscheint, den Ansprüchen der Gegenwart entsprechend. Aber wir werden auch aus dem uns bewusst sein, dass die Schlüsse, die wir daraus ziehen, wir sie vor dem Hintergrund unseres gegenwärtigen parteiischen Positionierens formulieren. Also ich würde Ihnen im Prinzip recht geben, Frau Sternfeld. Das ist schon, wie ich finde, richtig gedacht. Aber ich möchte, sagen wir mal, ein gewisses Zögern, was wir gerade vielleicht in Ostdeutschland haben, da würde ich doch ein bisschen um Verständnis bitten. Also in den 90er Jahren, die Gedenkstätte Ravensbrück, wie auch Buchenwald und Sachsenhausen, haben enorme Veränderungsprozesse durchgangen und haben sich von Gedenkstätten entwickelt, die eine monolithische politische Botschaft hatten, nämlich als Sprachrohr der DDR zu dienen. Und alles andere, was nicht in das Geschichtsbild der DDR passte, das hatte in Ravensbrück
keinen Ort. Also sagen wir, die Kehrseite des Lagers, in Anführungszeichen, die durfte nicht zur Sprache kommen, die sogenannten Asozialen. Also eigentlich der Großteil der Häftlingsgesellschaft hatte keinen Ort in dieser Gedenkstätte in der Erinnerung. Und ich bin selber, ich komme aus Ostfriesland, also aus Westdeutschland. Und wenn man aus Westdeutschland dann an so eine Arbeitsstätte kommt, da ist schon der Wunsch groß, wirklich einfach den roten Teppich auszurollen für alle. Also und jetzt nicht mit eigenen politischen Überzeugungen in die erste Reihe zu treten, sondern zu sagen, hier ist jeder herzlich willkommen. Also wir sind Gastgeber, wir sind Moderatoren, wir möchten, dass alle hier... Und das hat auch meiner Meinung nach, und nicht nur hat, sondern es funktioniert auch sehr gut bis heute. Also wirklich ein offenes Haus zu sein und zum Gespräch, zum Dialog einzuladen. Aber es gibt dann eben die Punkte, und da haben Sie völlig recht, was NSZ angeht. Also da ist das Verbot dann erteilt worden. Diese Symbole dürfen nicht gezeigt werden. Aber ich würde sagen, dass solche Entscheidungen am Ende eines Prozesses stehen und nicht, sagen wir mal, schon gleich am Anfang. Ja, das verstehe ich. Trotzdem würde ich es gerne ein bisschen mit Ihnen kontrovers diskutieren, weil tatsächlich glaube ich, dass wir an dem Punkt nicht uns ganz einig sind. Auch darüber, wie die Öffnung dieser Gedenkstätten in den 1990er Jahren stattgefunden hat und was auch das wiederum für die Gegenwart bedeutet. Denn ja, Sie haben vollkommen recht. Wir wissen alle, dass die Erzählungen in diesen Gedenkstätten, die übrigens teilweise früher als in der Bundesrepublik, in der DDR existiert haben und dort auch eben, wie gesagt, einen bestimmten Antifaschismus erzählt haben, der sehr vieles ausgeblendet hat. Und dass wir wissen das und wir wissen, dass es notwendig ist, über diese ausgeblendeten Aspekte zu sprechen. Ich denke aber, wir können heute auch Jahrzehnte nach dem Umbau dieser Gedenkstätten sagen, was zugleich passiert ist, ist eine Überschreibung der historischen DDR-Erinnerung in vielen Fällen über einen Diskurs der Reflexivität und Offenheit. Und daher finde ich es wichtig, uns vor Augen zu führen, okay, Geschichte ist immer Geschichte der Sieger, warnt uns Walter Benjamin. Was ist, wenn dieser reflexive westdeutsche Diskurs, der auch, müssen wir uns auch eingestehen, plötzlich nach der Wiedervereinigung so viel größer wurde, als er vorher war, und daraus auch eine bestimmte Macht über eine andere Geschichte sich genommen hat. Was ist, wenn der die Geschichte der Sieger ist und eine andere überschreibt? Und was heißt das, wenn wir uns das eingestehen dann für die Gegenwart und dafür eben auch wieder eine politische Position im 21. Jahrhundert entwickeln zu können, wenn wir merken, ähnlich, ich finde es ähnlich wie mit der Abstraktion. Die Abstraktion tut so, als wäre sie nicht politisch. Sie ist natürlich politisch. Sie ist ein politisches Instrument in der Kunst für den Westen. Und funktioniert als politisches Instrument gerade deshalb, weil sie sich als nicht politisch erklärt. Ähnlich scheint es mir mit den uns so wichtigen und wertvollen Ansätzen in der Gedenkstättengrammatik, gedenkstättenkuratorischen Reflexivität zu sein. Also die kommt auch so nicht politisch, moderierend, reflexiv, kritisch, multiperspektivisch und so weiter daher. Ist aber natürlich trotzdem parteiisch gewesen und hat trotzdem Geschichte überschrieben. Und es haben Leute ihre Jobs verloren, es haben andere Jobs gewonnen, es wurde trotzdem umgefärbt und so weiter. Und das ist jetzt schon auch unsere Verantwortung. Und ich finde auch für uns zu fragen, wie könnte da ein Shift aussehen? Mir ist jetzt nicht ganz klar, also was würden Sie gerne verändern? Also wie soll dieser Shift jetzt in der Praxis aussehen? Bitte sprechen Sie noch ein bisschen ausführlicher dazu. Also meine Position, wie Sie ja wissen, ist eine Position der Repolitisierung dieser Orte. Also ein sich eingestehen, dass die Depolitisierung selbst eine parteiische Position war und eine Repolitisierung dieser Orte, weil ich eben glaube, dass die Rede von der Inklusion, die Rede von der Moderation und so weiter eben auch etwas nicht zulässt, nämlich sich zu fragen,
wo stehen wir heute in der deutschen Gesellschaft mit ihrem strukturellen Rassismus und so weiter? Wo stehen wir da? Was wollen wir eigentlich von einer Gedenkstätte? Abgesehen davon, dass wir alle hören wollen. Was wollen wir und wie wollen wir, wenn wir das wissen, das in einer demokratischen Weise formulieren? Zweiergespräch sein, Thomas, du darfst dich gerne auch nochmal mit einklinken. Naja, gut, aber Stanford hat sich ja direkt auf Insa bezogen. Ich würde nur, also ich habe jetzt verstanden, in welche Richtung das geht, was Frau Sternfeld möchte. Also sie wollen eine stärkere politische Positionierung von Gedenkstätten, ja, was natürlich verlangen würde, aber würden Sie auch verlangen, dass dieser pluralistische Ansatz dafür geknickt wird? Den wir ja, also vielleicht sind wir jetzt viel zu sehr verfangen in unseren Wertmaßstäben, den wir ja als einen ganz großen Fortschritt betrachten. Insa, du wolltest auch noch kurz ergänzen? Oder? Nee, ich denke gerade nach. Okay. Ich hatte jetzt ich wollte eigentlich nochmal den Punkt aufgreifen, Frau Sternfeld, Sie haben so viel genannt, aber den ersten, soweit bin ich beim Mitschreiben noch gekommen, Überschreibung der Zeit, vor 1990 durch den westdeutschen Diskurs, inwieweit die Kolleginnen, Thomas oder Insa, inwieweit ihr da das unterstützen würdet oder dem widersprechen möchtet? Also ich habe, genau, das ist auch einer der Begriffe, über die ich gerade versucht habe nachzudenken, was in diesem Fall Überschreiben heißt. Also wenn wir an den Wunderblock von Freud denken, würde man ja denken, es ist jetzt von dem, was da überschrieben wird, nichts mehr zu sehen auf dem Tafelbild, aber im Untergrund ist das Vorhandene noch da. So haben, glaube ich, die drei ostdeutschen großen KZ-Gedenkstätten sich nicht verhalten. Also wir haben meine erste Arbeit in Ravensbrück 93, 94 war tatsächlich eine Ausstellung über die Zeit der Gedenkstätte zur Zeit der DDR. Also wie war die Erinnerung an Ravensbrück in der DDR? Die Ausstellung hieß die Sprache des Gedenkens. Also wir haben versucht herauszufinden, was hat denn das ganze sowjetische Militär da ständig gemacht? Also für auch erstmal völlig befremdliche Phänomene kennengelernt in meiner Wahrnehmung. Und insofern, denke ich, haben wir eigentlich eher versucht, jetzt nicht einfach alles rauszuräumen und wegzuschmeißen, auch die Gedenkräume, die nationalen Gedenkräume, die im Zellenbau in den 80er Jahren eingerichtet wurden, die gibt es ja auch heute noch, sondern wir haben uns versucht, damit zu beschäftigen. Also es ist jetzt eigentlich nicht eine einfache Überschrift im klassischen Sinn, sondern eine Art von Auseinandersetzung. Und wir haben auch Seminare angeboten, lange Zeit mit Studierenden oder Schülerinnen und Schülern in den Zellenbau zu gehen und zu fragen, ja, guckt euch diese Gedenkräume mal an. Wie stellen sich denn die Länder hier vor? Und wie kommt denn das, dass eigentlich von jüdischen Häftlingen hier nicht die Rede ist? Und Sinti und Roma gibt es schon gar nicht. Und also wir haben ja die Relikte oder die Zeit der DDR, übrigens bis zum Geruch hin, wenn ich das nun auch mal erwähnen darf, denn die Gedenkstätte hat da aufgrund bestimmter Reinigungsmittel auch einen spezifischen Geruch, den findet man zum Teil heute noch, wenn man weiß, wo man hinriechen muss, sozusagen. Also es ist nicht eine einfache Überschrift, sondern ich würde mal formulieren, wir haben uns dieser Geschichtsdeutung an die Seite gestellt. Das allerdings schien uns doch notwendig. Gab es denn überhaupt bis 1990 im Westen oder kann man überhaupt davon sprechen, dass es im Westen eine etablierte Gedenkstättenentwicklung gegeben hat? Die waren doch, und wie Frau Sternfeld ja auch letztendlich gesagt hat, schon in der DDR gab es drei große national und staatlich geförderte Gedenkstätten, was im Westen ja so gar nicht existierte. Da gab es die Gedenkstättenbewegung, noch nicht besonders alt zu dem Zeitpunkt, aber die ja vor allen Dingen auf bürgerschaftlichem Engagement beruhte. Also kann da eigentlich was überschreiben, was die Power gar nicht hat? Na ja gut, aber du gehst jetzt ganz stark von den 80er Jahren aus, in den Entwicklungen der 80er Jahren, in denen vieles in Gang gekommen ist, aber leider bin ich in der Dimension, wie das in der DDR realisiert worden ist. Viel wichtiger sind eigentlich die 90er Jahre, in denen eigentlich eine Auseinandersetzung mit den Mahngedenkstätten der DDR eine Reflexion eingetreten hat, was eigentlich auf der Westseite mit den Gedenkstätten los ist und was man da verändern muss. Und da
zieht, glaube ich, jetzt die Argumentation von Frau Sternfeld darauf hin, dass in dieser Diskussion sehr stark dann westliche Akteure auch dominiert haben, die sehr stark aus der Geschichtswerkstättenbewegung in den 80er und 70er Jahren gekommen sind und entsprechend dann auch das Bild der Gedenkstätten in der ehemaligen DDR geprägt haben. Ich glaube, was du jetzt angeführt hast, das würde jetzt, glaube ich, aus Frau Sternfelds Perspektive, das will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, auch eher unter dieses pluralistische Denken fallen. Denn es ging ja da um eine Reflexion dessen, was Gedenken Antifaschismus in der DDR gewesen ist. Ja, aber das ist doch dann auch wieder auf einer eher sachlichen Ebene gewesen. Ich persönlich halte das für ganz wichtig, aber ich glaube, Frau Sternfeld möchte da eine andere Richtung gehen. Sie, Frau Sternfeld? Ja. Also ich halte es auch für ganz wichtig. Also ich will ja jetzt auch nicht das, was ich versuche es zu reflektieren, auch unsere Rolle. Also ich bin ja selbst, ich meine, keine Frage, ich bin aus einem anderen NS-Nachfolgestaat, dem dritten, Österreich. Ja, selbst in dieser Zeit habe ich studiert, das war das, was mich bewegt hat, auch diese Bewegung. Und dann plötzlich passiert etwas, was interessant ist eben für politische Prozesse, dass das, was kaum gehört wird, was eine Bewegung ist, was auch sehr oft selbst organisiert ist, plötzlich zunehmend an Macht erringt und auch die Macht dort, wo andere gearbeitet haben, jetzt eine Stimme zu erhalten. Und das ist nicht unabhängig von politischen Interessen. Das versuche ich mir selbst vor Augen zu führen. Da gibt es politische Interessen, die holen totales Engagement rein und um eine andere Art von Engagement raus zu haben. Und dann ist dieses Engagement sicher für 15 Jahre prägend und wir haben es tatsächlich mit einer großen Chance auch zu tun. Die wurde auch so wahrgenommen und da sind tolle Publikationen entstanden, wo diese ganze Bewegung eben dann sich zunehmend institutionalisiert. Und dann kommt es wie in allen kulturellen Feldern zu einer Neoliberalisierung. Und interessanterweise eben auch in Deutschland dazu, dass das, was, also da, das um das eine, so sehe ich es, um eine Art der Erzählung stillzustellen, wird die Engagierte reingeholt und dann ist die Engagierte aber plötzlich vor dem Hintergrund der Größe dieser Programme, der neoliberalen Ansprüche, der privaten Gelder und so weiter, plötzlich überhaupt nicht mehr in ihrer kritischen Reflexivität so sehr gefragt, sondern es geht immer mehr um die auch so entleerten Worte der Gegenwart. Und deswegen befrage ich sie halt. Ich befrage halt den Begriff der Inklusion und den Begriff der Identität. Und ich frage mich auch, ob man sich da nicht aus der Loge die Konkurrenz von anderen ansieht, die vielleicht gar nicht so sehr in Konkurrenz stehen. Ich weiß, es gibt diese Konkurrenzen, aber sie werden auch gemacht. Sie werden auch gemacht aus einer Position, die sich so also auf die eine oder andere Seite schlägt und sich dann gar nicht, das wundert mich dann manchmal und es macht auch so vielen Leuten so schwer, dann eher auch zu sehen, dass das eine solidarische Position sein müsste, auch gegen andere deutsche Phänomene der Gegenwart. Und das beschäftigt mich alles. Dann noch mal eine Rückmeldung zu, ansonsten würde ich gerne Ihren Punkt noch mal aufgreifen, inwieweit es zu einer Repolitisierung dieser Orte eben kommen sollte dadurch und auch inwieweit Gedenkstätten als Orte sich vielleicht auch von ihrem Ort entfernen sollten, beziehungsweise auf in bestimmte Konflikte, Diskussionen auch außerhalb ihres Geschehens eingehen sollten. Und wirklich politische Position beziehen. Das nochmal eine Frage von Ihnen sozusagen ausgehend, Frau Sternfeld, an Frau Eschebach oder Herrn Scharschmidt. Und oder. Wer möchte beginnen? Thomas, willst du? Ja, gut. Also ich würde ja grundsätzlich sagen, dass Gedenkstätten auch in ihrer pluralistischen Form extrem politische Orte sind, weil sie sich mit historischen Zusammenhängen beschäftigen, die für unsere Gegenwart ziemlich relevant sind, ganz viele Fragen aufwerfen. Ich glaube, wenn das nicht so wäre, würde keine Gedenkstätte irgendwie auch finanziert. Da brauchten wir sie einfach nicht. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob Gedenkstätten wirklich besser würden, wenn sie ein bestimmtes politisches Programm verfolgen, sondern ich sehe eigentlich die Aufgabe einer pluralistischen Gesellschaft darin,
Position zu beziehen, sie mit anderen zu diskutieren und auch auszuhandeln. Das ist für mich eigentlich im Begriff des Politischen jetzt nicht eine von der politischen Position her das Ganze zu denken. Also ich würde auch gerne nochmal nachfragen, Thomas, ich sehe es wie du, aber ich würde auch gerne nochmal Nora Sternfeld fragen, sich zu einem Ort der Debatte und zu einem Ort der Kontroverse zu erklären. Meinen Sie, das reicht nicht aus, weil wir ja gleichwohl als staatstragende Häuser betrachtet werden? Also das reicht nicht aus, verstehe ich Sie da richtig? Also dass man gerade die Auseinandersetzungen unterstützen möchte über die Geschichte, über die Frage, was bedeutet denn die Vergangenheit für die Gegenwart? Das verstehe ich Sie recht, das reicht Ihnen nicht aus. Ich denke, da verstehen Sie mich tatsächlich richtig. Also ich denke, das ist tatsächlich eine Kontroverse zwischen uns auch. Aber ich möchte nur gerne sagen, dass ich die Arbeit, die Gedenkstätten machen, für unglaublich wichtig halte, dass ich auch die aktuellen Diskurse für relevant halte, für wirklich wichtig, dass ich Ihre Arbeit, dass ich sie kenne und auch gut finde. Ich möchte eigentlich nur im Rahmen dieser Podiumsdiskussion mit Ihnen über ein paar Zweifel oder Gedanken sprechen. Ich möchte, also es ist alles andere als jetzt, soll alles andere als so ein Generalangriff rüberkommen, einfach ein, weil ich dazu eingeladen wurde, ein Teilen meiner Gedanken, Zweifel und so weiter. Und zu denen gehört zum Beispiel, also ich meine, das ist jetzt eine blöde Polemik, ja, aber wenn Sie sagen, Herr Scharschmidt, wenn das nicht so wäre, würden wir nicht finanziert werden, dann ist das absolute Gegenteil meiner Position. Bei mir wäre es, auch wenn es nicht finanziert würde, müsste es so sein. Und das ist eben ich denke, dass das sehr dafür spricht, wie Gedenkstätten heute funktionieren. Also sie funktionieren, weil sie finanziert werden müssen. Und finanziert werden sie, wenn sie bestimmten auch neoliberalen Logiken und auch politischen Logiken und wie wir gesehen haben, eben der Logiken der Wiedervereinigung und so weiter, wenn sie in denen eine Seite mehr Macht hatte als die anderen, das wissen wir alle, wenn sie diesen entsprechen, dann werden sie finanziert. Und das möchte ich gerne vor Augen bekommen und fragen, gibt es andere Forderungen, gibt es andere auch Verpflichtungen, die eine Gedenkstätte haben könnte, als jene, für die sie Geld erhält? Unter anderem zum Beispiel auch eine Verpflichtung, die mit den Kämpfen um die Erinnerung ja tatsächlich auch zu tun hat, die in der BRD, wie wir wissen, von den überlebenden Organisationen, den Errichtungen dieser Gedenkstätten und der öffentlichen Förderung und so weiter lange vorausgehen. Ich würde ja mal sagen, dass Gedenkstätten ganz viel machen, wofür sie vielleicht gar nicht finanziert werden. Also ich sehe, dass da ganz viele politische Erwartungen immer da sind, dass Gedenkstätten aber eine ziemlich gute pädagogische Arbeit machen, die auf dem wirklich entspricht und sehr produktiv ist und auch innovativ. Also das, ich wollte das gar nicht in Zusammenhang bringen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Gedenkstätten jetzt, weil sie in den 90er Jahren mit der Gedenkstättenförderung den Auftrag bekommen haben, dieses und jenes zu tun, das jetzt irgendwie abarbeiten. Manchmal erscheint mir das, und jetzt vielleicht als Polemik zurück, so ein bisschen als Romantik der Gegenerinnerung in den 80er Jahren. Ja? Wenn man das aber sich vor Augen hält, auch die hatte ihre Schlagseiten und Schattenseiten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt glücklicher werden, wenn wir dahin zurückkommen. Manchmal ist da so ein romantischer Diskurs. Damals waren wir in Widerstand zu dem dominanten Geschichtsnarrativ. Jetzt sind wir irgendwie an einem Punkt angekommen, wo das jetzt zum offiziellen Staatsverständnis gehört. Ich bin eigentlich froh, dass das offizielle Staatsverständnis sich geändert hat. Und auch die gesellschaftlichen Konsense, was die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur angeht. Ja, ich weiß, was du sagst, Thomas, und sehe es auch so wie du, aber ich glaube, langsam verstehe ich auch wenigstens doch einen kleinen Moment von dem, was Nora Sternfeld meint. Das ist ja tatsächlich eigentlich auch durchaus eine etwas bedenkliche Position, ist, sich plötzlich in irgendeiner staatstragenden Institution zu finden. Also ich weiß auch von Kollegen,
Das ist mir so als eindrückliches Bild in Erinnerung, der irgendwie wirklich aus dem Hamburger extrem linken Milieu kam und dann aber als Gedenkstättenleiter auch Staatsgäste zu empfangen hat, sich plötzlich im Anzug und Schlips wiederfand. Und dann, ja, also als sie dann weg waren, musste dann eine Flasche Rotwein auf den Tisch, weil, also ich kenne auch solche Momente, wo man dachte, mein Gott, ist das, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe, dass ich jetzt hier die und jene Spitzenpolitiker denn eben auch einmal im Jahr begrüßen muss und nicht nur das. Andererseits musste ich ja oder wollte das auch, um die Sichtbarkeit von Ravensbrück zu erhöhen, natürlich Politiker dann auch begrüßen, einladen, weil die Bilder für uns wichtig waren, also so. Aber es ist natürlich, so verstehe ich Nora Sternfeld schon, dass man da irgendwie einen Zweifel eigentlich hegen sollte. Also, oder dass Leute meiner Generation, glaube ich, auch im Prinzip immer getan haben oder tun. Denn das ist ja schon merkwürdig, wie man aus eigentlich einer oppositionsgesellschaftlichen Oppositionsbewegung heraus dann plötzlich eben in sogenannten staatstragenden Positionen sich befindet. Das ist der eine Punkt. Der andere ist aber, was immer da staatstragend heißen mag oder neoliberal am Ende, letztlich muss man sagen, kämpfen auch Gedenkstätten immer noch um eine finanziell genügende Ausstattung, die nämlich in der Tat nicht gegeben ist, wenn man sich mit staatlichen Museen vergleicht oder so. Die Arbeit, die sozusagen aus Engagement und Begeisterung auch meiner Kolleginnen und Kollegen in Ravensbrück geleistet wurde, das ist überhaupt nicht ausfinanziert. Und wir haben jetzt gerade das Beispiel Cottbus, ein Frauenzuchthaus, was dann auch zur Inhaftierung von DDR-Oppositionellen diente. Ja, da wird mal gerade eine kleine Summe bereitgestellt, damit man sich auch mit dem NS dort, der NS-Geschichte vor Ort auseinandersetzen darf, was eigentlich schon eher peinlich ist, man kann den NS nicht als Vorgeschichte der DDR einfach heute darstellen, also bei der Bedeutung, die der NS hatte. Also es ist nicht nur so, dass wir sozusagen alle glücklich staatstragend sind, sondern da ist auch mit staatlichen Einrichtungen auch durchaus sind problematische Konstellationen zu verzeichnen, wo Einrichtungen wie Gedenkstätten überhaupt noch nicht da sind, wo sie eigentlich hingehören. Und das meine ich jetzt auch in finanzieller Hinsicht. Vielleicht den Punkt problematische Konstellationen aufgreifend und in den Chat schauen. Da hat Lotte Thar nochmal darauf verwiesen, die Position der Gedenkstätten gegenüber der AfD. Vielleicht kann man das, Gedenkstätten müssen sich ja nicht nur oder verhalten sich vielleicht nicht nur so der entsprechenden Regierungspartei gegenüber, sondern muss sich auch gegenüber Parteien irgendwie verhalten, wie zum Beispiel der AfD. Wie geht das? Letztendlich ist die AfD eine demokratische, also sie ist demokratisch gewählt. Dementsprechend kann man sie ja nicht einfach ausschließen. Thomas. Also das Beste, was man da machen kann, ist eigentlich die politische oder historisch-politische Arbeit, die Gedenkstätten machen. Dass die nicht immer diese gewünschte Wirkung haben, ist klar. Aber ich glaube, nichts wirkt besser und auch nachhaltiger als eine gute Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur. Wer danach immer noch davon überzeugt ist, dass Rassismus was Tolles ist, dem ist dann wirklich nicht zu helfen. Ganz fatal wäre es meines Erachtens, wenn wir uns von Gruppen wie der AfD vor uns hertrieben lassen und uns zitieren lassen würden, was wir machen. Ich bin ja der Meinung, dass in Gedenkstätten ziemlich gute Arbeit gemacht wird. Also mich hat es jetzt ein bisschen schockiert, das ist ganz, glaube ich, am ersten Tag angesprochen worden, diese Geschichte mit dem Gedenken an den 17. Juli, ja, also dass da die Stadt dann hinterher hechelt, weil die AfD in Potsdam einen Kanz niederlegt zum 17. Juli, würde ich sagen, das ist genau falsch. Ja. Also wir machen doch nicht irgendwas, weil die AfD irgendwie Verrücktheiten begeht. Okay. Noch Anmerkungen von den anderen Seiten dazu. Jetzt habe ich hier leider gerade den Faden verloren, weil mir eine Wassertasse umgeschüttet, weil ich eine Wassertasse in meiner Aufregung umgeschüttet habe und meine Papiere nass sind und aneinander kleben. Aber ich hätte schon, also ich könnte schon auch noch mal was dazu sagen. Also
Oder sollen wir noch, oder wollen Sie, Frau Eschebach? Nein, sprechen Sie ruhig. Also die Tatsache, dass für mich ist eben für diese Frage, was es für die Gegenwart bedeutet, schon die Tatsache bedeutsam, dass in Deutschland mit diesen NSU-Morden Nazis wieder Menschen umgebracht haben und dass sie eine große Anzahl von Menschen und ganz bestimmte Menschen, die sich umgebracht haben und dass dann eine ganze Gesellschaft zuerst mal in allen ihren Instanzen und Strukturen von der Polizei bis zu den Medien, von denen, die zu Demonstrationen gehen und so weiter, immer noch glaubt, dass nicht Nazis Menschen umgebracht haben, sondern dass sich die Leute untereinander umbringen, dass es zu einer Kriminalisierung der Hinterbliebenen, der Ermordeten und so weiter kommt. Und dass es ganz lange dauert in dieser deutschen Gesellschaft, bis klar wird, das war Nazimorde und die Frage, wie gehen wir damit um? Ich meine, für mich ist das eine grundlegende Frage, die mit der Frage in Verbindung steht, was es für die Gegenwart bedeutet. Und die für mich mit der Frage in Verbindung steht, was es heißt, in Österreich über die Erinnerung an die Nazi-Geschichte und dem Verhältnis zur Gegenwart zu sprechen. Und wenn ich daran denke, dann denke ich eben, wir kommen nicht aus ohne eine politische Positionierung in der Gegenwart zu dem, was konkret passiert. Weil sonst sind wir in dieser Situation, weil ich gebe Ihnen ja vollkommen recht, es gibt ja tausend Gründe, warum es Sinn macht, Gedenkstätten zu repräsentieren. Es gibt tausend Gründe, warum die Arbeit dort so wichtig ist. Es gibt tausend Gründe, mehr Geld dafür zu verlangen. Nur dann finde ich nicht, wenn auf der einen Seite Politiker begrüßt werden und auf der anderen Seite Nazis Menschen umbringen und das überhaupt kein Thema wird. Dann stellt sich für mich tatsächlich die Frage, warum man es eigentlich macht. Das wäre sozusagen die Frage nach dem, was bedeutet die Geschichte für uns heute, beziehungsweise was passiert da draußen und wie stellen wir das in Beziehung zu der Geschichte? Ist das, und ich hatte die ganze Zeit gewartet, dass der Begriff endlich fällt, ist das ungefähr auch das, was Sie mit dem Begriff Kontaktzone meinen, Gedenkstätten als Kontaktzonen? Ist das sozusagen eine Möglichkeit, das Konzept der Kontaktzone, die verschiedenen Konflikte aufzulösen, beziehungsweise eben produktiv zu nutzen, gar nicht aufzulösen? Und das wäre nochmal eine Frage an alle drei. Also es geht, wer möchte zunächst damit starten? Oder möchten Sie, Frau Sternfeld, vielleicht das Konzept nochmal ganz kurz vorstellen? Also ich habe dieses Konzept, verdanke ich, James Clifford und Mary Louise Pratt auf der einen Seite, die mit Kontaktzonen auch in den 1990er Jahren und von der postkolonialen Theorie her denkend eigentlich einen Raum, einen vermachteten Raum des Aufeinandertreffens unterschiedlicher Positionen bezeichnen. Also was für sie daran so interessant ist, ist es eben, dass es möglich wird, einen Raum, in dem verschiedene Positionen aufeinandertreffen, zu beschreiben, aber nicht nur, dass sie aufeinandertreffen, sondern dass sie auch unter stark unterschiedlichen hierarchischen Verhältnissen aufeinandertreffen können. Also formuliert wurde das ja konkret auch aus der literaturwissenschaftlichen Perspektive von Mary Louise Pratt, um die Literatur in kolonialen Kontexten zu beschreiben. Um zu beschreiben, dass es das, um darzulegen, dass Leute auch unter Bedingungen der Kolonisierung dennoch Handlungsmacht haben. Das heißt, es gibt einen Raum, es gibt nicht nur die Macht der KolonisatorInnen, sondern es gibt auch das Handlungsfeld der Kolonisierten und die handeln untereinander und die handeln auch mit den KolonisatorInnen. Aber um das zu beschreiben, ist es eben auch wichtig, den massiven Unterschied unter diesen Herrschaftsbedingungen und Gewaltbedingungen mit beschreiben zu können. Und das ist das, was eben unter diesem Begriff Kontaktzonen fällt. Und gleichzeitig war ja für mich interessant, weil ich ihn ja zusammen mit dem Begriff des Agonismus bei Chantal Mouffe, mit der Demokratietheoretikerin Chantal Mouffe lese, bei dem es eben darum geht, demokratische Gesellschaft auch als konflikthaft zu begreifen und eben als eine, in der tödliche Konflikte
sublimiert werden können in demokratische Aushandlungsprozesse. Daher habe ich auch diese Überzeugung von Chantal Mouffe, dass es in diesen demokratischen Aushandlungsprozessen keine unparteiische Position gibt. Es ist also immer, Demokratie ist immer konflikthaft und sie ist immer parteiisch. Und die beiden lese ich zusammen. Und von daher komme ich zu meinem Begriff der Kontaktzone, der für mich sehr hilfreich war, um zu verstehen, was in Gedenkstätten eben in der Gegenwart geschieht. Und er war mir deshalb hilfreich, weil ich auf der Suche bin nach einer situiert universalistischen Position, also weil ich eben nicht an diese Moderatorinnenrolle auch glaube, sondern darum, dass es uns gelingen muss, eine gesellschaftliche Position, die Konflikt anerkennt, zu formulieren. Und nicht die anderen haben ihre Identitätsprobleme, sondern es gibt eine Gesellschaft, die hat Probleme und die ist heterogen und das gilt es anzuerkennen. Ja, aber offen gestanden ist mir, verstehe ich nicht, warum Sie glauben, wir würden das nicht anerkennen. Also selbstverständlich anerkennen wir das und das seit Jahren, dass unterschiedliche Gruppen eine Gedenkstätte aufsuchen und sich an Ort und Stelle auch verhalten wollen. Das ist ja nicht eine Frage, dass wir das nicht anerkennen. Also im Gegenteil. Wir erkennen das an und haben zum Teil helle Mühe, mit diesen Erinnerungskonkurrenzen dann auch umzugehen und irgendwie zu versuchen, diese Aushandlungsprozesse, das kommt Ihnen so flüssig über die Lippen. Aber was das für eine Kernarbeit ist, an so einem runden Tisch 5 Stunden lang zu sitzen und mit wirklich Leuten, die sich noch nicht mal in die Augen schauen, Gespräche führen zu wollen, zu sagen, können wir uns irgendwie verständigen? Also mir kommt es jetzt so vor, als zeichnen Sie ein Bild von Gedenkstätten, die wir genau diese Konflikthaftigkeit oder das agonale Feld, wie, wenn Sie so wollen, nicht anerkennen würden. Natürlich, das ist ja die Basis unserer Arbeit, genau das, was Sie beschreiben. Also darum ist mir ist in der letzten Instanz nicht ganz klar, worin Ihre Kritik an der gegenwärtigen Gedenkstättenpraxis liegt, außer dass ich verstehe, dass wir diese Einrichtung eine gewisse staatstragende Funktion haben. Das verstehe ich und verstehe auch den Zweifel, den kleinen kreativen Zweifel, den man wirklich im Kopf da auch behalten sollte. Aber alles, was Sie beschreiben, ist ja längst der Fall. Ich wollte übrigens auch gerne noch, wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit, aber diesen einen Satz von Peter Reichel auch noch mal zitieren, der das bereits 1995 geschrieben hat in seinem Buch Politik mit der Erinnerung, dass es darum gehen muss, widersprüchliche Ereignisse an demselben Gedächtnisort zu tolerieren und in ein komplexes Geschichtsbild zu integrieren. Das ist knallharte Arbeit, das zu tun. Aber diese Notwendigkeit, die steht uns, glaube ich, allen, die in Gedenkstätten arbeiten, deutlich vor Augen. Ich habe jetzt noch 2 Anmerkungen aus dem Chat, die ich ganz gerne aufnehmen würde. Letztendlich beide an Sie, Frau Sternfeld. Einmal, ob Sie das von welche Konsequenzen die Thesen von Max Scholleck für die Gedenkstätten haben könnten. Desintegriert euch, hat Frau Haustein in vielen Aspekten überzeugt. Doch was sind die Konsequenzen dann wirklich für die Gedenkstätte? Das geht im Prinzip ein bisschen auch in die gleiche Richtung wie Frau Eschebach, würde ich sagen. Wie stellen Sie sich das praktisch vor? Und noch eine weitere Frage. Ich fasse die jetzt einfach zusammen. Geht es darum, sich selbst im Feld der Gesellschaft zu positionieren, zum Beispiel als westdeutsche Täternachfahre oder irgendetwas anderes? Da ging es zu der Anerkennung. Ich hoffe, Sie können mit der Frage was anfangen. Vielleicht könnten Sie darauf noch kurz eingehen. Ja, ich gehe zuerst aufs Zweite ein. Also für mich heißt Positionierung eben nicht nur identitätspolitische Positionierung. Ich glaube, das ist der Punkt mit der Kontaktzone. Eine Positionierung ist eine Position in der Gesellschaft, die nicht unabhängig von der Herkunft oder den sozialen Zusammenhängen und so weiter ist, aber auch nicht durch sie alleine definiert ist. Das ist mein wichtigster Punkt, um den es mir geht, dass niemand auf irgendeine Identität reduziert wird und auch die Gedenkstätte selber sich da nicht rausnimmt. Also das heißt, alle sind positioniert und nicht nur als TäterInnen Nachfahre, aber natürlich schon als Täterin, also als Institution, an deren Ort Verbrechen stattgefunden haben. Ist ja klar, das macht sie ja aus. Und das macht aus ihr
gibt ihr eine bestimmte Verantwortung, eine bestimmte Rolle und so weiter. Und was bedeutet das? Eben unter anderem in einem Deutschland, wo wieder Nazimorde stattfinden. Zu dieser anderen, ja, also ja, positionieren, aber nein, nicht bloß identitär, sondern positionieren als Position in der Gesellschaft, die wiederum aber natürlich nicht unabhängig davon ist, wer in welche Rolle in der Gesellschaft gebracht wird, also welche Formen von Vergeschlechtlichung, Rassisierung, sozialer Positionierung und so weiter in dieser Gesellschaft eben existieren und uns alle nicht in gleicher Weise gleich machen und dennoch aber miteinander handelnd. So, die zweite Frage. Welche Konsequenz die Thesen von Max Czollig für die Gedenkstätten haben könnten? Also das genau ist das, was mich interessieren würde, in Zukunft zu bearbeiten. Also ich habe es nicht in der Hand. Ich habe auch seit diesem Buch nicht mehr sehr viel gemacht. Aber das wäre eigentlich meine Frage. Was wäre eine Gedenkstätte, die desintegriert euch, sagen würde, und nicht Inklusion? Weil die Position desintegriert euch von Max Czollig ist ja zu sagen, weist zurück, dass ihr die Native Informant in dieser Gesellschaft seid. Also weist zurück, dass ihr immer dass ihr diese Rolle habt, dritte Generation, das wird von euch erwartet, das sollt ihr sagen und so weiter und so fort. Das ist die Konkurrenz, in der ihr steht. Und stattdessen zu sagen, nein, ich stehe nicht in dieser Konkurrenz. Ich habe ein anderes Problem, ich habe eine andere Position. Ich stehe auch solidarisch mit anderen, von denen mir gesagt wird, ich stünde mit ihnen in Konkurrenz. Und ich möchte überhaupt erst an einem Diskurs arbeiten, in dem es möglich wird, unsere Solidarität zu formulieren. Denn die bestehenden Institutionen mit ihren normativen Logiken und ihren neoliberalen Funktionsweisen geben uns überhaupt keinen Rahmen, um eine solidarische Position zu formulieren. Die stellen uns gegeneinander in Stellung. Und das heißt für mich, desintegriert euch. Verstehe nicht, sagen Sie jetzt, die Gedenkstätten bringen die unterschiedlichen Gruppen gegeneinander in Stellung? Habe ich das richtig verstanden? Was ich sage, ist, dass ich sage jetzt nicht die Gedenkstätten, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich versuche, desintegriert euch zu verstehen und für die Gedenkstätten produktiv zu machen. Was ich schon sagen würde, ist, dass der Begriff auf Opferkonkurrenz als Beschreibung für Konflikte, die mit den bestehenden Diskursen in Institutionen zu tun haben, sie gegeneinander in Stellung bringt. Ich würde diesen Begriff nicht wählen. Ich würde versuchen, eine andere Form der Benennung, der Beschreibung dessen, was passiert, zu wählen. Und das habe ich heute auch die ganze Zeit versucht, zu sagen, dass dabei schon Vorannahmen über Identitäten, Vorannahmen über das, was homogen ist und heterogen ist und so weiter am Werk sind, und dass ich versuchen wollen würde, zu schauen, was passiert, wenn ich von woanders her denke. Und das, denke ich, tut Max Czollig und das mag ich sehr. Und deshalb ja, ist er für mich auch jemand, mit dem ich in Zukunft zu denken versuchen möchte. Wir kommen jetzt hier zum Schluss dieser Diskussion, obwohl die natürlich noch lange nicht abgeschlossen ist. Und vielleicht geht es ja jetzt auch nahtlos über in unsere Abschlussrunde. Vielleicht nur zwei Begriffe, die ich jetzt hieraus mitnehme, sind doch die der Moderierenden, also die Lösung oder Konsequenzen der Konflikte einerseits moderieren und andererseits positionieren. Und das sind ja schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Zugänge. Dass dazwischen vielleicht noch ja, eine Verflechtung gesucht werden muss. Und wir da auf jeden Fall noch nicht zu den praktischen Umsetzungen oder Konsequenzen des Ganzen gekommen sind. Ja.